Wollen wir loslegen? Lass uns mal ins Spiel gucken. Fortfahren. Ich weiß zwar nicht wohin, aber Hauptsache fort. Nicht nur unser Wasser, sondern auch unsere Nahrung kann durch die Verstrahlung zur Gefahr für unsere Siedler werden. Um zu verhindern, dass die Siedler verstrahltes Essen zu sich nehmen, sollten wir einen Dekontaminierungsposten erbauen. Ist die Grafik irgendwie verstellt? Mach mal. Mal kurz überprüfen, ob noch alles... Nö, alles normal. Ich dachte schon. Was macht denn eigentlich antisotropische Filterung? Macht man das an? Was macht denn antisotropische Filterung? Ist noch im Tutorial? Klar, ich bin super langsam. Aber ja, einen wunderschönen guten Abend, Herr Löwchen. Ist doch nur Hipster-Blumenkohl. Oh, Romanesco ist geil. Oh, Romanesco ist aber mega geil. Boah, Romanesco ist so geil. Romanesco ist einfach die geile Mischung aus Blumenkohl und Brokkoli. Alter. Aber jetzt hier Vollschutzanzug rauskramen. So, wir brauchen Dekontaminierungsposten. Ich bin ja mal überlegen, ob wir auch das zweite Ding aufwerten gleich. Nicht nur den hier. Das ist doch irgendwie auch sinnvoll, oder? Und vor allem, also was ja auch jetzt so die Frage ist, können die das jetzt nur aus dem Brunnen? Ach nee, weil, warte mal. Da brauchst du ja einen Brunnenwart für. Hier holen sie halt auch oder da halt. Es ist, ich weiß nicht so recht. Aber jetzt die Schutzmaske aus dem Schrank. Aber ich noch Plastik. Hoppa. Brauche ich aber bestimmt auch für den Dekontaminierungsposten, oder? Mit Sicherheit. Kuma! Vielen lieben Dank für den Raid. Vibi, Andi, Hallöchen. Dankeschön. Schönen guten Abend. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß in Star Citizen. Wo baut man denn einen Dekontaminierungsposten? Da, bei Logistik. In einem Dekontaminierungsposten werden Dekontaminierungskits hergestellt. Diese werden in den Lagern umliegender Gebäude genutzt, um Nahrung und andere Ressourcen von Kontamination zu befreien. Ravamoin. Heute das erste Mal, hat aber gleich Frostpunk-Vibes für mich. Jo. Verstehe ich. Ja. Umliegend, ja. Das heißt, sinnvoll wäre der ja hier vermutlich. Hier ist auch ganz geil. Da erwischt er ziemlich viel. Hinten das letzte Haus nicht mehr, aber die haben halt Pech. Die essen dann halt einfach schlechte Sachen. Ist mir egal. Das Brett geschissen. Wieso ist hier... Achso, wegen Plastik. Ja, habe ich mir gedacht. Ah, das kommt mit der Zeit. Dachlose Siedler. Ich hasse es. Vor allem wird das ja jetzt langsam richtig, richtig tief hier hinten, ne? Also ich meine, wie viele Obdachlose haben wir denn? Sehe ich das irgendwo? Sieht man das irgendwo in der Statistik vielleicht? Bevölkerung. Wohnraumverteilung. Bitte? Obdachlose Siedler. 7? Wir haben gerade 7 obdachlose Siedler. 7? Ernsthaft? Cluster Formation, danke für den Follow. Pro
Truhen packen und Ressourcen transportieren? Ich glaube, das geht nicht. Alter, 7. Scheiße. Eben gerne im Zelt. Ja, bist du wirklich am Überlegen, ob die hier. Ich meine, hallo? Ob's hackt? Dieses Rumgeschäkere, das muss halt auch mal ein Ende haben. Kann doch hier nicht die ganze Zeit. Ich meine, hallo? 7? Selbst wenn ich da jetzt. Das reicht ja nicht. Uff. Uffi, Uffi, Uffi. Und den hier will ich eigentlich echt. Ich will den gerne eigentlich ausbauen. Noch. Die Zisterne. Aber er soll als erstes soll er das hier bauen. Das kriegt erstmal hier Vorrang. Und dann wird das hier gebaut. Alter, Holz 42. Moin, Togudera. Ja, aber eigentlich müsste ja. Müsste doch. Die hier müssten doch abholzen. Wie ein paar Irre. Nee, nicht der Schneider. Dort wird aufgeforstet. Das sieht hier übrigens schon sehr dicht aus. Ich weiß gar nicht, ob die hier noch setzen groß. Setzlinge. Genau, Verhütungsmittel ins Trinkwasser. Gute Idee. Bald schlägt der demografische Wandel zu. Ja, es müsste eigentlich langsam mal was wegsterben. Ich glaube, wir haben schon wieder ein neues Kind. Oder? Ja, natürlich. Haben wir schon einen Eisbi? Ja, ne? Ich kann mich jetzt natürlich nicht mehr erinnern. Das halt jetzt wird es halt schwierig, ne? Hungrig, dann ist was. Nee, wir haben MIP haben wir noch nicht. Doch, da. Nee, warte. Nee. Mal MIP. Haben wir keinen MIP. So, warte, wo sind die Kinder? Wo ist dieses unbenannte Kind? Ist ja noch ein Kind. Oh, scheiße. MIP. Na, was nu? Pentagon, Pendragos. Hier. Den haben wir denn noch nicht. Haben wir schon einen Xulfitar? Ja, oder? Ich bin raus. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's vergessen. Monotoni, einen wunderschönen guten Abend. Hallo, na? Hallöchen, Aui. Hallo, Pavades. Sterbe bestimmt zuerst. Ich hoffe, dass Leute sterben. Was mit mir? Ich hau dich jetzt mal hier rein. Xulfita, ich hau dich jetzt hier einfach rein. Und ich hoffe, wir haben noch niemanden, der Xulfita heißt. Oh, wir haben hier noch jemanden. Guck mal. Guck mal, Neon ist auch am Start. Alles klar. Mook, vielen lieben Dank für den Resub. Dankeschön für 8 Monate im Kokon. Du bekommst Zugang zu deinem eigenen mega flauschigen Marmorfliesenbad mit Direktanschluss an deine Gummizelle. Vielen lieben Dank. Da ploppen aber Kinder auf. Ja, es ist schwierig. Es ist wirklich, wirklich schwierig. Kommst dann halt auch, also mit dem Benennen, das ist halt auch so eine Sache, ne? Vor allem, wenn der Erste wegreckt, ne? Wir haben halt immer noch kein. Wir haben halt noch kein. Dingens. Friedhof.
Aber das kommt dann einfach im Tutorial automatisch. Angel Knight, schönen guten Abend, Hallöchen. Flensi, werde ich sehen, ob ich das nach dem Stream mache oder morgen oder wie auch immer. Ich werde sehen. Evil Genius 2 schon gesehen. Also noch nicht gespielt, falls das die Frage ist. Was ist denn hier los? Lager. Ach so, Lagerkapazität wird knapp. Ja, gut, das ist klar. So, wir brauchen jemanden da unten. Wen ziehe ich denn da jetzt ab? Können wir uns leisten, einen Wasserträger abzuziehen? Ja. Machen wir einfach mal. Sehr gut. Der Dekontaminierungsposten wird alle Gebäude, die Nahrung einlagern und sich in seinem Arbeitsbereich befinden, versorgen, um dort jene Nahrung zu reinigen, die von Strahlung betroffen wurde. Yay, sehr gut. Sehr gut. Und noch keinen Spaß, außer du weißt schon. Die Förster abziehen? Ja, nee. Jedoch, wir sollten nie vergessen, dass selbst wenn wir uns optimal vorbereiten und schützen, wir trotzdem immer wieder Freunde und Familienmitglieder verlieren werden. Wir werden um sie trauern, komme was wolle. Wenn wir sie jedoch auf einem Friedhof beerdigen können, werden wir den Schmerz überwinden und sie in Frieden ruhen lassen. Ein Friedhof. Da ist es. Es musste ja irgendwann kommen. So. Alter, ist der groß. Namen Carrie, hallöchen. Guten Abend, Adanos. Bye, Flensi. Jimbo, einen wunderschönen guten Abend. Hallo, na? Viel Loot? Oh, ich mag Loot, Pardes. Ja, ich mag Loot. Ist das jetzt richtig? Ja, ne? Können wir den Schrottsammler vielleicht mal hier hinten Schrott sammeln lassen, damit hier frei wird? Hier so in diesem Bereich? Das wäre ganz geil. Hallo Kalimtor, schönen guten Abend. So. Okay. Noch lebst du, Atlas. Hab dich gerade hier irgendwo gesehen. Ja, noch bist du still alive. Adanos, ich krieg für den Stream gar nichts. Gar nichts. Also Werbung steht dran, weil ich den Key zur Verfügung gestellt bekommen habe. Also, ne, die Entwickler haben mir einen Key geschickt und noch so ein kleines Survival-Kit. Aber ich, das ist kein bezahlter Stream. Ansonsten würde dieser Zusatz des Key-Sponsored nicht davor stehen. Das ist bei mir immer das Zeichen dafür, dass ich das Werbung dran schreibe, weil der Key gestellt ist. Wenn nur Werbung dran steht, beziehungsweise habe ich mir überlegt, ich werde wohl einfach, also wenn ich wirklich einen gesponserten Stream habe, werde ich einfach demnächst Stream-Sponsor dran schreiben, damit man es echt genau weiß. So. Dann kann man es, glaube ich, am besten unterscheiden. Denke ich. Zumindest.
So, das Ding ist, wenn wir jetzt einen Förster abziehen, was wir natürlich machen können für das Aufforsten da oben, dann muss ich aber gleich gucken, wie ich das einstelle. Denn der hier soll dann nur noch, hier soll nur noch einer sein. Huch, warte, einer. Erstmal. Und die anderen drei hier beim Hacken. Das reicht ja dann auch vielleicht erstmal. Okay, alles klar, dann machen wir das so rum. Ja, 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 ja. Luke, einen wunderschönen guten Abend. Hallo, na? Und Adanos, das ist nicht, also, ne, ja, natürlich, also ist, du hast natürlich recht, dass es durchaus sein kann, dass es Menschen gibt, die dann bei mir ein Spiel sehen und das kaufen. Und das freut mich auch für die Entwickler. Das ist super toll hier und so. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ein Stream gesponsert wird, aber ich bin da jetzt nicht so, also bei mir ist der Punkt, ich bin nicht darauf angewiesen, weißt du? Das ist bei Vollzeit-Streamern was ganz anderes. Katrin, hallöchen. Hi, Wallen. Luke, habe ich dich begrüßt? Hi. Bin ich etwa auch schon alt? Das weiß ich nicht. Warte mal, Muckel, müssen wir gucken. Nee, Muckel, du bist noch nicht alt. Du machst das für uns, genau. Nicht umsonst, ich mach das für euch. Nein, und für mich halt. Ich spiele halt einfach gerne. Was da am Friedhof ist, dass er nach dem Bau bereits voll aussieht. Ganz entspannt nach 15 Stunden Schlaf aufgewacht, nice. Hat den Vorteil, dass deine Meinung nicht vom Sponsoring abhängt. Es gibt eigentlich keine, also ich habe noch nicht einen einzigen Sponsored-Stream gemacht, wo mir gesagt wurde, was für eine Meinung ich von dem Spiel zu haben habe. Nicht eins. Kaladin, hallöchen. Ja. Also, das mag es geben, aber ich habe noch nicht eins gemacht. Ich hatte auch ehrlich gesagt noch gar kein Angebot, was in so eine Richtung, oder? Ah, doch. Doch, 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 doch. Doch, hatte ich schon. Habe ich nicht gemacht. Da waren so ein paar. Da war doch... Da gibt es dann auch welche, die sind dann auch echt hart gut bezahlt, aber das ist dann halt... Nee... Ich brauch's halt nicht. Das ist der entscheidende Punkt. Ich muss das nicht machen. So, ich will das hier jetzt auch gerne ausbauen. Mache ich das jetzt? Ich mach das jetzt. Ich mach das. Hat ja auch was mit Authentizität zu tun. Das ist richtig, ja. Das ist korrekt. Ah, okay, die Häuser nimmt das gar nicht mit. Alles klar. Okay. Ich dachte, weil ja mal gesagt wurde, in den Häusern lagert auch ein bisschen Nahrung und Wasser und so. Aber ja, offensichtlich ist das für das hier nicht so wichtig. Ne? Umso besser. Wir haben schon wieder neue Kinder, ne? Nein. Wer hat denn jetzt schon wieder geworfen? Nein. Wer? Hier. Rava und Schmont. Warte, Lafrala hat er gesagt, ne? Wenn ich ein Mädchen hab. Lafrala. Und hier, ich hab noch einen. Guck mal da. Migge ist am Start. Ist Migge nicht schon? Ich blick nicht mehr durch. Ich hoffe, ich benenne hier niemanden doppelt. Könnte passieren. Man weiß es nicht. Wir werden sehen. Wenn ihr sponsert, streamt dann im Laufe des Abends Schmerzengeld bekommen. Es leben bisher alle noch, Pendragos. Alle. Okay, wir haben zwei Siedler übrig.
Europa. Na, guck mal da. Bevölkerungsexplosion, was könnte da schiefgehen? Ich kann es nicht aufhalten, Koala. Ich kann es nicht. Das Tutorial lässt mich es noch nicht aufhalten. Es ist schlimm. Wie die Karnickel. Die sind wie die Karnickel. Und Matti, vielen, vielen lieben Dank für den Host. Dankeschön. Ich hoffe, du hattest ganz viel Spaß bei Endzone. Aber mit Sicherheit. Machen sie Vitanos Hälfte weg. Hallöchen, Mordrael. Wenn die Leute halt nichts zu tun haben. Komm ja gerade richtig. Die sind wie die Karnickel hier. Es hört nicht auf. Die werfen hintereinander weg, Kinder. Und ich kann es nicht aufhalten. Geburtenrate wegen Corona höher ist, meinst du? Raub à la Moin. Also Puff macht? Puff. Puff. Oh Mann, ey. Nehmen wir noch einen Wasserträger dazu. Essen haben wir halt echt genug. Na, was denn? Vielleicht noch einen Schrottsammler? Selbst Schrott haben wir langsam. Mangel. Ich weiß, Neon, ich weiß, wie ich das aufhalten könnte. Ich darf es aber noch nicht. Das Tutorial lässt mich das noch nicht bauen. Hallo, das halbe Hirn. Karagin, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Bei dir geht es ja zu wie im Hamsterkäfig. Alles bumst kreuz und quer. So schlimm ist es nicht. Also die sind, glaube ich, schon ziemlich monogam hier. Wenn die einmal mit einem in der Hütte wohnen, wohnen die, glaube ich, mit dem in der Hütte. Glaube ich. Größtenteils. Also am Anfang war das noch anders. Ja, aber seit die in den Hütten wohnen... Weil man weiß es nicht. Vielleicht gibt es da auch so ein paar Kuckuckskinder. Vielen, vielen Dank für den Resub. Danke für 20 Monate. Viel Spaß im Kokongarten mit Pool und Grillplatz und so. Hi, Maschi. Reklamiert sie nachher, dass sie zu wenige bekommt. Genau. Kein Fernseher, scheiß Wetter, ist doch klar. Lasagne. Na, was nü? Am Anfang wurde Strauchi rumgereicht. Ja, das stimmt. Aber das war halt noch vor den Häusern, ne? Oh, sehr gut. Guck mal hier. Der Essen ist langsam fertig. Nein, nicht schon wieder. Oh, Leute. Und wir haben einfach zu wenig Holz. Was ist hier jetzt das Problem? Heute wird er am Produktionslimit. Ja, gut. Dann ist das halt so. Was ist hier das Problem? Schneider hat kein Zeug, kein Arbeitsmaterial oder was. Ja. Ha, die Strauchi bitte, ja. Domi, vielen lieben Dank für den Resub. Danke für den zweiten. Deine Gummizelle hat sich gerüstet. Du hast mehr Platz, schieb dir eine entspannte Sitzgelegenheit in die Gummizelle, machst dir darauf gemütlich. Dankeschön. Und Freizwerg, danke fürs Zwangsverflauschen von Matti. Matti ist damit im fünften Monat, darf sich einen wichtigen privaten Gegenstand mit in die Gummizelle nehmen, damit es sich heimeliger anfühlt. Danke, Freizwerg. Klexa Warrior, Servus. Dann geht die Rate eh runter. Steam und Netflix. Dann ist vorbei. Yogi, danke für den Follow. So. Ja, wir müssen hier hinten auch Fläche freiräumen. Das ist okay. Achso, wir könnten mal gucken. Vielleicht haben wir einfach... Wir können ja hier den einen mal als Baumeister noch einstellen. Dann geht's auch schneller. Wer ist denn das hier? Klexa Warrior. Richtig geschrieben? Ja, ne? Schon wieder ein neues Kind, ey. Ich werd wahnsinnig.
Ding, ding, nee, nee. Ah, wie läuft's hier? Was geht? Haben wir eigentlich genug Kohle? Aha. Masken haben wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen auf Lager. Das ist ganz gut. Arznei halt definitiv auch. Also Kräuter. Die liegt da zu viel Stroh rum. Wählen wir noch einen Lehrer ein. Dass da ein bisschen zügiger geht. Vielleicht. Mehr Leute, die du zum Arbeiten verdonnern kannst. Ja, aber es darf halt nicht zu schnell wachsen. Das ist ja immer das Problem. Zu schnell ist nicht gut. Schaufel 2, Muckel 2, Joker 4. Noch ein Kind. Oh, wieso? Wieso, Leute? Wer hat denn jetzt schon wieder? Hier. Medikus. Medikus weiß es auch tief in seinem Herzen. Medikus. Kuss. Ne? Ey, wieso ich 4? Cobridge, danke fürs Zwangsverflauschen von Medikus. Medikus ist damit im 35. Monat im Kokon. Medikus, kümmere dich bitte gut um Topfpflanzer Helmut. Vielen lieben Dank. Ach nee, der konnte 25. Nee, warte mal. Ist falsch. Das ist falsch. Was kommt denn im 35.? Ich weiß es nicht. Früchebrötchen aus dem Kokonbäcker. Vom Kokonbäcker, na klar. Siehst du? Verdammt. Gewusst, es ist falsch. Dankeschön, Cobridge. Bald kommt die Ein-Kind-Politik. Ernt Niti. Sie haben die Hütte noch gebaut. Was zumindest dafür sorgt, dass wir keine Obdachlosen mehr haben. Aber die Hütten sind halt auch instant voll, ne? Also die sind sofort besetzt. Was übel ist. Oh, betagte Erwachsene. Oh, hier, Aui auch. Betagter Erwachsener. Atlas ebenso. Ah, da werden jetzt wohl langsam welche wegsterben. Oh nein, ich hab's geahnt. Wollen wir das aussitzen, bis die wegsterben? Ich möchte das, glaube ich, aussitzen, bis die jetzt wegsterben. Ein Lehrer. Sitzt es mal aus. Wolf, Wolf, Hallöchen. Früher als Kind hatten wir nacheinander 2 Wellensittiche und einen Hund. Alle 3 hießen Niki. Devi, danke für den Follow. Und Millhaus, danke auch für deinen Follow. Hausarbeit drüber geschrieben. Nur den Kopf geschüttelt, ja. Tja.
Tja nun. Hi Scotty. Na Maurice, schönen guten Abend. Ich habe betagte Erwachsene und Obdachlose und ich sitze das jetzt aus. Ich lasse die Obdachlosen obdachlos. Bis die Betagten sterben. Das ist schlau, oder? Das, so macht man das doch. Kurz vor dem Tod heißen sie dann Knitterface. So macht man das. Mehr Holz wäre gut. Ja, nee, die ruppen schon. Also das, ich kann nicht noch mehr da reinballern. Also wobei, wir haben, glaube ich, noch einen Platz. Ja, einen könnten wir noch, aber ist erstmal gut so. Schrott ging jetzt auch gefährlich runter. Holz kommt eigentlich nach. Erkenn dich nicht wieder, Raupe. Keine Wohnung, keine Kinder. Ja, ja, so ist es ja auch. Keine Wohnung, keine Kinder. Deswegen ja. Da du keine Zuflucht bauen kannst, würde ich das empfehlen. Ja. Genau so. Die einen nennen es schlau, die anderen nennen es grausam. Oh ja, sehr gut. Das ist jetzt auch fertig. Warte, dann... Hä? Nee, hä? Warte, Moment. Noch nicht ganz, oder? Ist noch nicht ganz fertig. Jetzt ist es fertig. So, dann machen wir das hier jetzt auch an, wobei das vermutlich jetzt knapp wird. Da wird der eine Köhler nicht mehr reichen. Nee. Wir lassen das mal auf uns zukommen. Wie bei den Wikingern, die Alten in den Wald geht und nun im, ihr wisst schon, Platz schafft. Den Betagten dann noch die Schutzkleidung verwehren könntest. Wäre eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Vielleicht gibt es da später dann noch eine Einstellungsmöglichkeit für. Eifern wird. Wenn man sagen kann, bis zu welchem Alter kriegen die noch Schutzkleidung und Medikamente. Rendo, danke für den Follow. Ja. Ja. Oh, wir haben ein neues Kind, glaube ich. Irgendjemand hat da schon wieder hier. Wen haben wir denn noch nicht? Haben wir schon einen Flaxos? Ja, ne? Oder? Du willst hier rein? Du willst auch Kinder machen. Alles klar. Die Regie will Kinder machen. Ist okay. In Ordnung. Dann. Das dauert aber noch. Du bist noch ein Kind, ne? Gut. Raupe arbeitet für die Rentenkasse. Eine Raupe einmal die Macht über eine Siedlung. Und Inkontinenzdingens auch zur Schutzkleidung. Dann wollte ich kurz allein lassen. Nein, es ist alles gut. Hallo, was ist das Lexikon? Ah. Bläst gar nicht im Moment. Die Wildschweine sehen halt auch ganz merkwürdig aus, ne? Die sind da auch mutiert und radioaktiv verseucht. Raupe als Bürgermeister. Mauer ums Dorf mit einem schmalen Durchgang. Abends muss jeder da durch. Raupi durchsucht alle Taschen und steckt ein. Ah, das klingt nach einem Plan.
die Kohle wird knapp, definitiv. Habe ich ehrlich gesagt kommen sehen. Aber noch kommt es ja hinterher, ne? Ganz knapp. Ja, wir warten mal noch ab. Wir lassen das mal noch ein bisschen laufen. Der Kräuterdude ist voll. Habe ich eigentlich zwei Kräuter? Ja, warte mal, da ziehen wir mal einen ab. Ah, wir könnten sogar noch einen Köhler einstellen, aber dann vielleicht erstmal noch einen Förster. Vielleicht erstmal noch einen Fürst. Din, 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 din. Hallo Barney. Schönen guten Abend. Die Kinder entsorgt. Noch ein Siedler? Oh ja. Oh, stimmt. Dann machen wir noch einen Köhler, oder? Das halt noch geht. Das, noch kommt der nach. Ich weiß noch nicht, ich bin unentschlossen. Noch einen Lehrer da rein. Ins System. Im Zweifel kann ich einen Lehrer wieder abziehen und als Köhler dann einfach einsetzen. Faszinierend, dass es hier noch Kinderlose gibt, ehrlich gesagt. Oh, hier, wir haben noch jemanden. Haben wir Zateb schon? Zateb, bist du schon in der Kolonie? Das halbe Hirn haben wir definitiv noch nicht. Nö, noch nicht. Alles klar. Dann machen wir erstmal Zateb jetzt. Ist schon eine Raupe? Nee. Ich möchte auch nicht. Ich hörte meinen Namen. Ja, Scotty können wir dann auch noch. Oh, warte. Es ist gerade ein Kind dazugekommen. Guck mal, Scotty ist jetzt. Warte, mach mal, knall mal Scotty noch schnell hier rein. Hier. Na, siehste, passt ja wenigstens auch ausnahmsweise Maske schlecht. So. Wills. Ich weiß nicht, ob Scotty das will. Hi, Hoshi, schönen guten Abend. Ich weiß nicht, ob das gut ist, ne? Wie soll ich das verstehen? Hast du keine Hoffnung in uns? Nein, ich bewache das von oben. Larane, ich bin. Bewache das von weit weg. So. Ich überblicke die Situation. Vogel, danke für die Empfehlung. Ich gucke mir das lieber aus der Ferne an. Guck mal, wieder einer. So, jetzt haben wir alle, jetzt haben wir die Schulen voll besetzt mit Lehrern. Scotty, du weißt das ja vielleicht. Was? Was bringt das, es mehr Lehrer einzusetzen? Lernen die dann einfach schneller oder lernen die besser oder schnellere Ausbildung? Okay. Schneller. Sollte man das hier durchswitchen? Also immer so... Keine Ahnung, eine Saison das eine laufen lassen, die nächste Saison das andere? Oder wie ist das? Da bin ich noch nicht so, das habe ich noch nicht so ganz gecheckt. Guten Abend, MT. Hi, Niklas. Schon Platzprobleme? Nee, nee. Ausgebaute Schule bildet sie in allem aus, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ausgebaut. Ja, die habe ich noch nicht. Die kann ich noch nicht. Also ich kann nur eine Sache machen. Einfach das, was du brauchst, okay. Moin, Hodor.
Oh, neues Kind. Oh Gott. Das halbe Hirn wollte ich noch reinnehmen, ne? Hier. Okay. Der Friedhof wird uns helfen, uns schnell zu fangen und uns auf die Aufgaben zu fokussieren, die noch vor uns liegen. Es ist kein schöner Gedanke, aber so ist nun mal der Lauf der Dinge. Immerhin sind wir Pioniere. Vielleicht sollten wir die Stimmung mit etwas Ablenkung aufbessern. Oh ja. Um die Zuversicht in unserer Siedlung zu erhöhen, können wir eine Reihe von Gebäuden errichten. Dazu gehört zum Beispiel das Lagerfeuer oder die Kneipe. Yay! Unsere beste Option in dieser Situation wäre es, unseren kaputten Bus auszubauen. Die Siedler können den neuen befestigten Bus besuchen und so ihre Zuversicht für eine Weile erhöhen. Hi, Lucius. Ein befestigter Bus. Der Bus ist das Herz der Siedlung. Er kann die meisten Ressourcen lagern und bietet mit jedem Ausbau mehr Kapazität. Sobald der Bus befestigt wurde, können sich Siedler dort treffen und ihre Zuversicht erhöhen. Alles klar. Geht los. Wird gemacht. Ist schon jemand gestorben? Wir haben schon ein Grab. Nee. Gräber 1 von 96, aber... keine. Nach dem Friedhof Kneipe bauen. Passt doch. Nach der Trauersaufen. Ja. Sehr gut. Der neue befestigte Bus gibt uns nicht nur mehr Lagerraum, er fungiert gleichzeitig auch noch als Lagerfeuer. Die Siedler können den neuen Bus besuchen und so ihre Zuversicht für eine Weile erhöhen. Sehr gut. Nun, da wir uns um das geistige Wohlergehen unserer Siedler bemüht haben, sollten wir uns auch um ihre physische Gesundheit kümmern. Wieso? Ich wünsche dir schönen guten Abend. Warum wartest du so sehnsüchtig auf den Tod? Weil ich Obdachlose habe. Von Zeit zu Zeit können unsere Siedler krank werden. Nein. Siedler, die sich mit einer Krankheit infiziert haben, können daran sterben, wenn sie nicht behandelt werden. Nein. Die Siedler werden zu einem Sanitätshaus gehen, um sich dort behandeln zu lassen. Und werden dort aufgenommen, vorausgesetzt, es sind noch Betten frei. Wir sollten die medizinische Versorgung unserer Siedler sicherstellen. Wieso? Nicht gut. Ich sehe meinen Tod voraus. Hallo Oliver. In dem Spiel geht es darum, nach einer globalen Katastrophe und einer ganzen Weile im Bunker wieder langsam eine Zivilisation aufzubauen. Eine Siedlung und so. Ein Sanitätshaus. Wo finden wir denn das Sanitätshaus da? Medizinische Einrichtung kümmert sich um kranke Siedler. I don't get it. Why? Aber wieso sollte ich mich um kranke Siedler kümmern? Machen wir auch ins Zentrum. Ich glaube, das ist gut, wenn es im Zentrum steht. Allheilmittel des Arztes ist bestimmt der Blutegel. Langer Zeit in einem geschlossenen Raum die Zivilisation wieder aufbauen. Ja, ja. Es kommt alles im Sommer auf uns zu. Ha, bin ich schon erwachsen? Schon lange mit Sicherheit, Herr Gattes. Warte, lass mich kurz durchgucken. Nee, stimmt nicht. Noch nicht erwachsen. Nehme alles zurück. Nee. Gesunde Siedler sind gute Siedler. Was ist denn hier los?
And there we go. Gut, dann ziehen wir... Wir haben ein Kind dazu gekriegt. Wir ziehen den Lehrer wieder ab. Und ein Köhler dazu. Oh, da kam ja gerade wieder ein Siedler dazu. Machen wir einen dritten Köhler? Ja, hä? Können wir ein bisschen vorproduzieren. Was fehlt hier? Metall. Ja, das kommt langsam. Die Sondierer sind halt langsam. Na, was nü? Wollen wir einen schönen guten Abend? Hab ja auch schon zwei Gören. Ja, das geht hier zügig. Wie schnell vergeht denn hier ein Jahr? Also da das hier immer eine Saison ist, würde ich... Ich weiß nicht, ob das immer ein Vierteljahr ist, eine so eine Saison. Würde ich fast vermuten, ehrlich gesagt. Also nach vier Saisons wäre dann ein Jahr vorbei. Vermute ich, weiß ich aber nicht. Rechtags! Ich will kein Klopapier werden, 1,11. Danke für den Resub, danke für 17 Monate im Kokon. Viel Spaß in der Kokon-Pizzeria, gönne dir eine leckere Pizza. Fiktive Zeiteinheit, ist irgendwas zwischen Tag und Jahr, okay. 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 Also Monat. Nein. Nee. Kann jetzt mal hier bitte jemand wegsterben? Langsam. Hier, der Tod. Ist da inzwischen auch ein betagter Erwachsener? Kann der Tod bitte mal sterben jetzt? Was soll denn das? Oh, wir haben mal Kinder. Hier. Wen haben wir denn noch nicht? Bollmann haben wir noch nicht. Glaube ich. Es ist schwierig. Laranel haben wir, glaube ich. Neon haben wir. Scotty haben wir. Bleihof haben wir. Flaxus haben wir. Eagle haben wir. Habe ich dann auch nicht. Nein, ich will keine neuen Hütten bauen. Lexikon haben wir noch nicht, oder? Lexikon haben wir noch nicht. Ja, sehr gut. Kalimtor ist noch nicht drin? Warte, was? Ich dachte. So viele. Eine Twitch-Chat-Integration wäre halt echt super, ne? Wo der halt einfach... Das wäre top. Raupe hast du auch noch nicht. Ja, das ist nicht schlimm. Hi, 113,5. Moin, moin. Will aber nicht, weil hier soll man nur sterben. Ja, nur die Alten sollen jetzt mal so langsam sterben. Nicht eine Liste von Einwohnern. Nee, ich glaube, es gibt... Also, ich habe noch keine gesehen. Ich habe keine gefunden. Es gibt zwar hier so eine... Guck mal hier, Todesursachen. Schön. Aber es... Also, es gibt, glaube ich, keine Komplettliste aller... Aller Dudes. Bitte ist Gianni, hallöchen, moin. Kann ja nicht lange dauern. Ja, das stimmt wohl, Kalimtor. Es dauert wirklich nicht lange. Ein Sanitäter. Auch mal im Gespräch. Drops sind echt aufwendig. Integration ist auch nicht so leicht. Gebe aber auch nicht so viel zum Einbinden. Nee, wäre wirklich nur zum Benennen.
Weißt du, zum Benennen der Siedler. Mit Namen aus den Leuten im Chat. Das wäre so das Einzige, was ich, also gerade, was praktisch wäre. Die Integration, meintest du, genau. Kann ich mal vorlegen. Das wäre halt echt super. Damit man das hier Weil, also irgendwann ist es halt echt dann schwierig, ne? Dann verliert man den Überblick und weiß nicht mehr, wen man alles schon benannt hat. Dann wird's schwierig. Kind bekommen, ich Sprengstoff zum Spielen? Wie Sprengstoff? Es gibt keinen Sprengstoff. Hallo, Sprengstoff zum Spielen. Ist wirklich. Was ist denn hier los? Pilz an Metall. Ja, die Sondierer sind so langsam, ganz ehrlich. Die Sondierer sind halt echt zu langsam. Also die Recycler hier, ne? Aber die kann man ja irgendwann dann auch upgraden. Habe ich gehört. Nebenbei aufschreiben. Na, klar. Freisteinbruch. Zwangsverflausch. Genau, Schalika. An was fehlt's denn hier? Benötigt Kohle? Ist doch da. Hol halt. Faules Stück. Kohle ist da, hol halt ab. Ah, mehr Lehrer sind mehr Helfer. Bau doch mehr davon. Nee. Sowas von Maschinen machen lässt, bei Menschen kannst noch einen mit einer Peitsche nebenstellen. Kein Problem, Raupe. War früher doch auch üblich, dass die Kinder die Namen der Eltern bekamen, dass die Namen der Großeltern hatten und so weiter. Ach so. Ja. Hast du auch wieder recht. Ich meine, so ein Name hier wie Gabriel fällt dann halt auf, ne? Das ist halt definitiv der Fall. Es fällt auf. So, Kalimtor hatten wir noch nicht, ne? Kalimtor. Ist das richtig geschrieben? Oh, Kalimtor hat sich nie für eine Farbe entschieden. Kalimtor, du musst dich mal für eine Farbe entscheiden. Du bist in dem einen Chat bei mir, bist du orange und in dem anderen Chat blau. Stell mal bitte deine Farbe ein. Bitte, Kalimtor. Blau ist ein Zustand, das stimmt wohl. So, ich hätte jetzt hier noch jemanden. Frechdachs, guck mal hier. Frechdachs habe ich definitiv auch noch nicht. So. Sehr gut. Oh, wir haben noch jemanden. Scheiße. Wer fehlt denn noch? Bin sowas von tot. Bin drumherum gekommen. Lexikon, dich habe ich schon. Du bist schon da. Pavades fehlt noch? Pavades fehlt noch, warte. Pavades. Ich mach's jetzt einfach. Ich frage jetzt einfach immer. Und nehm dann. So, weil. Ne, ich. Ich kann mir. Es ist schwierig. Les wäre auch gern dabei. Ja, es kommen bestimmt gleich wieder Kinder nach. Normalfall geht das schnell. Raupe will nicht. Ich will nicht, nein. Pimon, Hallöchen, ich beobachte das aus sicherer Distanz.
was hier abgeht. Das ist schon okay so. Ich komme klar. So. Ja. Hier fehlt halt Metall, ne? Gibt's schon Tote? Noch nicht. Ich will Bürgermeister werden. Ich bin Bürgermeister. Damit das mal klar ist. Moin, Sie, Nightstalker. Traurig, dass einige hier so wenig Vertrauen in uns setzen. Lass mich den Sunny machen, dann gibt's da, dann gibt sich das mit der Überbevölkerung. Ihr wieder. Oh, oh, schläft das Schwein da gerade? Oh ja, das... Oh, das hat wirklich geschlafen. Das lag da und hat geschlafen. Oh, wie schön. Kann ich auch was werden? Klar, Oliver. Natürlich, wie gesagt, ich werde jetzt immer, wenn neue Kinder da sind, frage ich dann einfach mal in den Chat. Ich kann mir nicht mehr merken, wer hier alles drin ist. Hier sind schon so viele. Ah. Hat nicht geschlafen, nur eine kreative Pause gehabt. Ach so. Schaukelstuhl auf dem Friedhof. Pass auf die Rumliegenden auf, damit die nicht wieder aufstehen. Ja, gern einen Baum. Oh, was ist denn hier los? Wir haben keinen Platz mehr für Essen. Wait, what? Haben wir noch Platz? Weil dann könnte ich einfach das Produktionslimit erhöhen. Eher nicht so, hä? 78% ist halt schon echt voll. Holy! Ja, gut, nicht? Also so ist das, wenn man das Tutorial super langsam spielt. Hattest du Endzone schon mal gespielt? Nie. Gestern das erste Mal, Frechdachs. Igel, ich hab's nicht gespielt, als es in der Early Access war. Ich hab's bei Minias gesehen. Zu den Schrottsammlern rüber. Naja, aber Schrott habe ich eigentlich genug. Aber wir könnten tatsächlich gerade einen Fischer definitiv abziehen. Es läuft alles voll, ne? Alles. Ganze Zeug läuft jetzt die Lagerwärme voll. Ich dachte, jetzt bin ich endlich mal im Bilde, aber nein. Wo bekommst du denn Metall her? Das macht der Recycler. Der zieht das aus dem Schrott raus. Aber Schrott habe ich, wie gesagt, zur Genüge. Das ist nicht das Problem. Der Recycler ist halt einfach nur langsam. Das dauert halt. Mach Kraftwerke. Es geht hier noch gar nicht. Es ist das Tutorial. Leute, das, was oben links steht, ist das, was ich machen soll. Ich habe nicht viel Freiheiten. Ich kann nur das, was ich schon gelernt habe, eventuell zusätzlich bauen. Ja, aber das ist halt nicht Sinn und Zweck des Tutorials. Ich kann ja mal schneller stellen. Kommt. Bevor hier alle ausrasten. Oh, wir haben ein neues Kind.
Da. Geduld ist eine Tugend, ja. Bless wäre gern dabei. Wusste doch, vorhin war da noch. Wieder extra so in meinem Hirn. Immer noch Obdachlose, weil die Alten einfach nicht wegsterben, ne? Die sterben einfach nicht. Das hier. Sterben einfach nicht weg. Ein mit Doktor im Namen. Ja. Frau Dr. Therion Angel. Ich bitte auch, Drachenlady auch. Ja. Aber das ist gut, wenn ihr euch jetzt alle meldet. Dann muss es nicht mehr so. Also, aber nicht böse sein, wenn ich dann denjenigen gerade. Also, ne? Ich will das wirklich. Ich bin da jetzt nicht. Das ist nicht auf, also da muss ich jetzt niemanden schlecht fühlen. Ich kann halt nur so nacheinander, ne? Zu langsam unterwegs, ja. Grundsätzlich. Barney, lass es dir schmecken. Wir könnten halt, pass mal auf, wir bauen noch mal einen Recycler, damit es mit dem Metall vielleicht so die nächsten Male dann auch etwas schneller geht. Wir bauen mal noch einen. Auch wenn jetzt alles da ist, aber naja. Als Raupe ist man immer zu langsam. Recycler. Oh, da haben wir noch. Neues Kind. Ich gucke jetzt einfach oben nach, ja? Also ich gucke jetzt einfach, ich scroll hoch. Noch sehe ich das ja. Nach Bless kam. ...113,5 war noch. Sogar vor Bless noch. 13,5. Alter, wie das da hinpasst. Ich kann es halt gar nicht fassen. Oder fehlt. Und der. 13,5. Jetzt passt. Jetzt ist korrekt. So, was hier jetzt los? Fast fertig, ne? Bleihof will arbeiten. Ja. Bleihof haben wir doch schon. Warte. Jetzt. Oh, warte, wir haben hier noch jemanden. Bin ich schon Bleihof? Hatte ich schon längst benannt, dachte ich. Ich? Alter. Funny haben wir ja auch noch. Bin ich hier noch oben? Nee, ne? Seltsame Farbe ist eingestellt. Seltsame Farbe ist eingestellt. Ach so. Bin es nicht mehr. Wohin wollte doch noch hier neben Bleihof. War da vorhin noch. Ach, Drachenlady. Ich dachte, Drachenlady hatten wir auch schon. Sag mal. Bin ich denn betrunken? Bleihof. Naja. Hey, gestern habe ich ja einfach so genannt. Wie viele das inzwischen sind. Naja, wird schon passen. Ein Kind muss Regie heißen. Nee, Sandu ist schon da.
Sanu habe ich vorhin direkt benannt. Habe ich schon gemacht? Mit diesem Schritt haben wir das Überleben der Siedlung für eine Weile gesichert. Sehr gute Arbeit. Nun, da mehr und mehr Kinder geboren werden, sollten wir anfangen, langfristig zu planen. Und das ein bisschen zu begrenzen, ja? Obwohl Hütten ein guter Weg sind, um Siedler dazu zu bewegen, eine Familie zu gründen, so bieten sie jedoch nur begrenzt Platz. Hey, Rava. Das kann schnell dazu führen, dass Menschen auf der Straße leben müssen. Nein. Lass mich dir vorschlagen, Hütten nur sehr gezielt bereitzustellen, um das Bevölkerungswachstum deiner Siedlung zu kontrollieren. Nichts ist schlimmer, als nicht genügend Ressourcen zu haben, um alle zu versorgen. Um auch den anderen Bewohnern ein Dach über dem Kopf bieten zu können, sollten wir eine Zuflucht errichten. Sehr gut. Da ist jemand gestorben. Alter, ja. Irgendjemand ist gestorben. Heiner ist auf dem Weg, begräbt einen Siedler. Lieber Led, vielen, vielen Dank fürs Zwangsverflauschen. Dankeschön. Danke für die 2 Zwangsverflauschungen. 2 neue Frischflauschraupen dürfen es sich dank dir in ihren gesponserten Gummizellen gemütlich machen. Bitte führe sie durch die Gemeinschaftsräume und rüste sie mit nassen Handtüchern zur Verteidigung aus. Herzlichen Dank. Bye, Neon. Schönen Abend noch. Bye, bye. Das stimmt wohl, Aldus, aber dann würden sie halt einfach die Standardnamen behalten. Das ist ja auch unproblematisch. Wer ist es? Wer ist von uns gegangen? Das werden wir gleich sehen. Wir verfolgen jetzt Heiner. Warum geht denn die Kamera gerade nicht mehr mit? Normalerweise die Kamera mit? Irgendwas gedrückt. Achso, im Dekontaminierungspostenhaus der Tote oder was? Wo ist denn Heiner jetzt hin? Hier. Lagert Ressourcen um. Trägt Heiner jetzt den Toten oder wie ist das jetzt? Wer ist denn jetzt gestorben? Na, man kann es sein, dass Atlas weg ist. Ich glaube, es hat Atlas zuerst erwischt. Ich finde Atlas nicht mehr. Atlas war definitiv hier in den ersten Häusern. Tja. Ja. Atlas? Hi Ingo, schönen guten Abend. Das sieht nicht gut aus, du. Also wenn du jetzt nicht plötzlich umgezogen bist. RIP. RIP. Hallo, Biberletz. So, ach, das ist so. Oliver wollte vorhin auch noch. Da kann ich mich noch erinnern. Oliver, gerade hier sehe, dass wir schon wieder ein neues Kind haben. Time to say good. Bye. Beobachten das mal hier. Ach, das, kannst du dich noch erinnern, wer deine Kinder waren? Weißt du das noch? Ja, das war's. Einer geht jetzt essen und trinken. Aber hier steht keine. Warum steht denn hier keine? Hä? Ich verstehe es nicht. Steht immer noch Gräber 3?
Das sind die, die er ausgehoben hat. Dann ist vielleicht Atlas doch noch am Leben. Ich weiß. Bin irritiert. Aber wo ist Atlas dann hin? Vielleicht wurde Atlas noch gar nicht wirklich beerdigt. Schmond, Samira, Jörg. Ich finde Atlas halt auch nicht mehr. Atlas war halt einer der ersten. Das sieht nicht gut aus. Nee, definitiv. Definitiv tot, aber weg. Stoff, was zur Hölle? Ich glaube, wir brauchen einen zweiten Totengräber. Nicht gut, an einem besseren Ort. Ich weiß nicht, wie die das machen. Ich glaube da, ich glaube, es könnte halt sein, dass es da noch eine Zeremonie gibt oder so. Wir warten mal noch ab. Es könnte sein, es gibt eine Zeremonie oder sowas in der Richtung. Vielleicht noch ein Sanitäter. Noch ein Dekontaminierer. Ich soll eine Zuflucht bauen. Das machen wir mal. Alter, die ist aber groß. Standortattraktivität minus 4. Ja, das glaube ich gerne. Wie wäre es hier hinten? Entschuldigung. Sony, die Zuflucht selbst sorgt nicht dafür, dass es schlechter wird, oder? So. Okay. Was braucht die alles? Holz, Schrott, Stoff. Alles klar. Aber wir haben gerade Stoff gekriegt, ne? Als Belohnung, glaube ich. Deswegen haben wir davon gerade so viel. Bestimmt am mangelnden Gesundheitssystem. Gar nicht. Das Gesundheitssystem ist super. Wurstbrote stehen neben mir. Mund voll habt, dann kann ich nicht schreiben. Sorry. So. Untergetaucht. Fängt in einer anderen Apokalypse ein neues Leben an. War auch nicht mehr dabei, oder? Das könnte sein, Edel. Es könnte halt sein, ne? Es könnte... Ja. Hi, Trapper G. Moin. Sterbt doch mal geordnet weg. Na, es wäre schon schön. Also ich hätte... Gibt es hier vielleicht Spielprotokoll? Oh! Da steht da was von dem Alter gestorben. Ich sehe es nicht. Ich kann es nicht... Nein, was? Igel, ja. Ist an hohem Alter gestorben, wurde von einem anderen Siedler ersetzt. Wie ersetzt? What? Wie jetzt ersetzt? Atlas ist auch gestorben, ja. Bisher Atlas und Igel. Oh, und Aoi. Aoi ist auch gestorben, konnte nicht ersetzt werden. Aoi ist auch schon tot. Oh, und gerade ist auch Ella gestorben. Ah, dafür wurde Daniel geboren.
Daniel. Jemand stirbt und du freie Siedler hast, ersetzen die freien Siedler die Leute, die wegsterben in ihren Berufen. Ach so. Ah. Ach, ich verstehe. Okay, es ist interessant. So, wer fehlt mir denn jetzt noch? Trapper G ist doch gerade hier. Trapper GM. Sehr gut. In ihren Berufen und bei ihren Partnern. Daniel, wir nennen nicht Ella. Na. Also ich fange dann gern an mit hier OI 2 und sowas, aber wir haben, glaube ich, noch können wir erstmal so. Kommen wir erstmal so klar. Also die Lagerkapazität wird halt knapp, ne? 95%. Mistverfluchter. Ich hab zu viel Scheiß. Aui wurde eben nicht ersetzt. Aui wurde nicht ersetzt. Lagerplatz geht zur Neige. Und jetzt? Verbessere deine Infrastruktur. Ja, kann ich ja nicht. Kann da, glaube ich, noch nichts bauen. Scheiße. Ja, nun. Warte mal, ist Laranel auch weg? Oh, Baldur hat's auch gerade dahin gerafft. Was ist denn Laranel jetzt? Okay. Hä, bin ich blind? Laranel ist obdachlos. Die wurde direkt, als Aui gestorben ist, rausgekickt aus dem Haus. Weißt du? Um Platz zu machen für junge Menschen. Und wohnt jetzt auf der Straße. Laranel ist weg. Ja. Atlas Remastered. Ich kann erstmal keine Kinder machen, ich bin in der Küche. Ist in Ordnung. Der vierte, der fünfte, der sechste. Ja. Dafür habe ich mich gern geopfert. Nee, irgendwie. Oh, guck mal hier. Wir haben schon wieder jemand Neues. Adanos habe ich da auch noch nicht, oder? Huch. Adanos. Die Übersicht hier ist ja super. Da kriegt man wenigstens ein bisschen was mit. Was ist das hier? Ach so, hier kann man dann noch entscheiden, was man gerne sehen will. Ah, okay. Cool. Sehr, sehr gut. Herr Geis, wollt ihr das vielleicht mal bauen oder was? Ach ja nur. Halt schon irgendwie geil. Auch in der Küche kann man Kinder machen. Klicks a Warrior, danke für den Follow. Naja, aber jetzt mal im Ernst, wo ist denn Laranel hin? Wurde die jetzt echt aus ihrem Haus gekickt? Ich meine, es ist schon ein bisschen fies. Und für Laranel habe ich ja noch, habe ich noch keine Todesmeldung da. Betagte Erwachsene. Ich glaube, kein Zuhause. Ich glaube, Laranel wurde wirklich mit dem Tod von Aui. Das ist ja mies. Das Spiel ist halt so mies. Weißt du? Die Alten raus aus der Hütte. Wenn wir keinen Platz mehr haben, so die Alten raus.
wer ja keine Kinder mehr zeugt. Ja. Aber noch im Brunnen schuften, weißt du? Das ist der Hammer. Das Spiel schafft mich. Ab ins Asyl. Die Hütte ist halt zweckgebunden. Halt wirklich so. Oh, Uffi. Was ist denn hier jetzt das Problem? Benötigt Ruinen. Ach so. Ja, wir haben aber sowieso kaum noch Platz für irgendwas hier. Ah, die Zuflucht wird zum alten Heim. Vermutlich, ja. Ja, so wird es wohl werden. Dem Schneider fehlt es an irgendwas, an Kohle. Dabei haben wir doch inzwischen 3 Köhler, ne? Ja. Wäre doch mal nicht so. Sehr gut. Denkt daran, dass Kinder, die erwachsen werden, ihr Elternhaus verlassen und sich nach einem neuen Platz zum Leben umsehen werden. Das kann dazu führen, dass sie keine Wohnung finden. Um allen Bewohnern ein Dach über dem Kopf bieten zu können, sollten wir eine Zuflucht errichten. Ja, habe ich ja gerade gemacht. So, da können jetzt wie viele Leute? Alte und unfruchtbare... Das ist effizient. Jetzt ist so schön, du kannst halt echt sagen, so in die Zuflucht kommen die ganzen Alten. Eventuell durch Strahlung. Unfruchtbar, ja, bestimmt. Ja, mit Sicherheit. Oh. Alles für den Wiederaufbau. Das nennt man dann Altersheim. Es wären ja eindeutig viel zu viele Erwachsene drin, ne? Junge Erwachsene. Ja, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich meine, wie viele junge Erwachsene hier drin sind. Hä, vor allem, wer sind denn die alle? Oh nein, wir haben 10. Nein, wir haben 10 Leute dazu gekriegt. Willst du mich verarschen? Ich hatte vorher schon... Was? Wir hatten vorher schon zu viele. Ja, und die ist Lothar. Oh, scheiße. Nein, wer sind denn die? Hier, Kellerkind habe ich noch nicht. Wen habe ich noch nicht? Ich muss jetzt 10 Leute benennen. Was ist denn jetzt los? Haben wir Wolfsmensch schon? Nee, ne? Wolfsmensch haben wir noch nicht. Auf Geschlechter wird übrigens nicht geachtet, ja? Geschlechter sind Schall und Rauch. Niemand interessiert sich für Geschlechter. Wallen. Warte, ich mache das ordentlich. Wallen habe ich definitiv noch nicht. Ha, Stevio habe ich noch nicht. Hallöchen. Hi, Stevio Hedgehog. Stevio Hedgehog. Oh Mann, ey. Shadow habe ich auch noch nicht. Äh.
jemand Nützliches und Langlebiges. Hab ich Carrie nicht schon? Carrie ist doch schon lange drin. Daku habe ich definitiv noch nicht. Carrie habe ich da schon, oder? Dachte ich. Naja. Igel 2. Daku? Daku. Zukünftige Pflegerin. So schnell werden die Alten ersetzt, ja. So ist das. Mal hier, Monotoni. Bad Wolf. Bad Wolf habe ich, definitiv. Weiß ich, sicher. Elvano. Gestrigen Stream danach schauen. Daku habe ich. Geschlecht egal, Hauptsache fruchtbar. Echt, ey. Ja, wo denn? Na, jetzt definitiv Carrie. Und wenn, dann bist du jetzt doppelt drin. Der Mobot? Quatsch. Raubadler mag auch gerne, alles klar. Raubadler. So. Hi, Grisu. Ah, ich dachte, Carrie hatte ich schon. Jetzt muss ich mal kurz durchgucken. Okay, zumindest nicht unter den... unter den Erwachsenen. Die Kinder hängen doch immer irgendwo am Bus ab, oder? Haben wir hier mal gerade irgendwo ein Kind? Mal irgendein Kind jetzt. Kalentor, Wollmann. Nee, ich noch nicht. Ja, ich muss auf euch hören. Wenn ihr sagt, ihr seid nicht drin, dann passt es schon. Ob die Toten wieder vom Friedhof auferstehen, wenn der Strahlung ausgesetzt ist? Ich hoffe nicht. Ich habe dich schon mehrmals darauf hingewiesen, dass es sehr gefährlich werden kann, wenn uns einmal die Nahrungsmittel ausgehen sollten. Ich habe übelst viel Essen. Da eine ganze Menge an Leuten in der neuen Zuflucht leben werden, sollten wir sie mit einem Zugang zu Nahrung in ihrer Nähe versorgen. Eine Jagdhütte kann sich in der Umgebung nach Wildtieren umsehen und so ein wenig Fleisch auf den Speiseplan bringen. Jo. Jagdhütte, Jäger und Rehfleisch produzieren, alles klar. Nahrung, Jagdhütte. Ja, gut. Vielleicht hier mit zum Köhler? Oder hier so hin? Nee. Nee. Hier? Hier ist, glaube ich, ganz gut. Und dann können wir dem ja sagen, dann wo der abbauen soll. Wir haben übelst viele Leute jetzt. Wirklich. Das Spiel hat vermutlich nicht damit gerechnet, dass jemand so lange das Tutorial spielt. Genau, da fehlt dann irgendwas. Entweder haben die Durst oder Hunger oder so. Und dann sind die halt auf dem Weg. Also, ne, die stillen dann das Bedürfnis. Aber von alleine tatsächlich.
Ich weiß nicht, was ich mit den ganzen Leuten soll. Wir könnten... Nee, es lohnt sich halt auch nicht. Es ist Quatsch. Es ist halt einfach Blödsinn. Ha, Zukunftsmusik. Hallöchen, viel Spaß im Lurk. Bambi jagen. Zombies oder dergleichen sind raus. Auf der Veranda sitzen die arbeitenden Leute an Meckern. Irgendwann sterben sollte, würde ich gerne jemanden heimsuchen. Bin wieder da. Wie viele Tote? Ich weiß nicht, wie viele bisher. 4, 5. In hohem Alter alle. Hier steht immer noch keine Gräber. Also im aktuellen Jahr verstorbene Siedler, zuletzt verstorben keine. Das ist ein bisschen komisch. Werden hier nur die angezeigt, die... Wo liegen die denn rum? Das ist irritierend. Du spielst nicht langsam, wir genießen nur sehr das Spiel zusammen. Ja. Mutierte Tiere gibt es schon. Ja. Also das definitiv. Die sind hier auch ein bisschen... Also normal sehen die nicht aus. Ist mir ja vorhin schon bei den Wildschweinen aufgefallen, dass die Wildschweine halt echt nicht normal aussehen. Ne? Die sehen schon ein bisschen merkwürdig aus. Hasenhühner gesehen, war ein wenig überrascht. Noch näher ranzoomen konnte. Wie du auswählst, kannst du rauszoomen, dann werden Leichen hervorgehoben. Hier keine Leichen. Ach so, muss ich vielleicht das Arbeitsfeld einstellen? Liegen die hier vielleicht irgendwo rum, wo der nicht rankam? Die Speisekammer ist voll. Es ist alles voll. Ich sehe aber auch keine Leichen. Ich sehe nichts. Doch da. Da ist eine Leiche. Da! Eine Leiche! Eine Leiche! Aber halt auch nur eines. Irgendwie auch komisch. Sind noch viel mehr gestorben. Naja, gut. Wir machen mal hier den Arbeitsbereich ein bisschen anders. Jemand hier oben gestorben? Nee. Jemand hier irgendwo? Nee. Sind halt wirklich, da gammelt die ganze Zeit da schon eine Leiche. Ne? Das ist ja auch abartig. Wer gammelt denn da rum? Oh, Eduardo wurde geboren. Ich gammel die ganze Zeit vor mich. Vielleicht, Igel. Eben nicht eine Anzeige, wie viel im Gebiet verfügbar ist. Ja, das kann ich ja aber umsetzen. Oliver. Leichen pflasterten ihren Weg. Ey. GG, First Corps. Ja, aber es sind viel mehr schon gestorben. Das ist das, was mich irritiert ein bisschen. So, warte mal, hier, wir haben Zukunftsmusik. Zukunftsmusik. In welchem Haus liegt sie denn? Beim Köhler. Im Köhlerhaus liegt eine Leiche. Gevatter habe ich da auch noch nicht. Hallo Simpi. Oshunsa ist an hohem Alter gestorben. Und musste offensichtlich nicht ersetzt werden, weil er gerade eh nichts zu tun hatte. RIP. Hi Simpi. Außerhalb von dem Radius gestorben sind, werden sie nicht eingesammelt.
in dem Radius gestorben sind, wurden sie schon zum Friedhof gebracht. Ja, aber ich sehe sie nicht. Aber ich sehe sie halt nicht. Das ist das, was mich irritiert. Oh, guck mal, jetzt. Zuletzt verstorben LAM. Alter, das dauert ja ewig. Bis sie die mal hier auf den Friedhof schleppen. Holy. Jetzt ist auch Oshunsa hier. Guck. Oder es lag halt wirklich am Radius, aber... Knappe Ressource, Werkzeug, was? Was ist da los? Wieso kommt der nicht hinterher? Ey, macht hin, Freunde. Oh, Talenia, ebenfalls gestorben. Talenia ist auch gestorben. So, die Jagdhütte. Jagen und fangen. Oh, fangen klingt aber auch toll. Dann kann man bestimmt züchten, oder? Eigentlich wäre für mich nur fangen jetzt gut, weil ich habe volle Lager. Mach mal jagen und fangen. So. Ich denke mal, die haben es nicht eilig. Das kann auch sein. Einer der Wasserträger. Wenn ich also in Erfüllung meines Dienstes sterbe, falle ich direkt in den See. Selbst zum Friedhof krabbeln, deshalb dauert es etwas länger. Oh, wir haben jemand Neues. Game Cookie habe ich noch nicht, ne? Nichts tun ersetzt. Wie weit soll das noch gehen? Game. Cookie. Okay. Jetzt geht's hier langsam los, ne? Talenia liegt jetzt hier auch. Wobei Talenia ist als letzte gestorben, genauso wie Oshunsa. Wo sind denn die anderen? Die sind verwest in der Zwischenzeit, oder was? Oh, schon wieder, hier. Rachel. Ich bin optimistisch. I will survive. Haben wir noch jemanden? Habe ich noch jemanden, den ich noch nicht habe? Gibt es noch jemanden, den ich noch nicht habe? Ich hätte hier noch einen frischen Siedler. Oh, Steinbruch hier. Perfekt. Dankeschön. Danke. Oh, schon wieder. Oh, was? Was geht denn hier ab? Zwei noch. Muss ich rennen? Nee. Ja, gerne. Diro möchte gerne noch. Simpi auch. Oh ja, gerne. Simpi. Alles klar, super. Da habe ich für die nächsten, habe ich dann jetzt erstmal noch welche im Chat stehen. Das ist top. Danke. Brunnenwart. Also müsste ja jetzt beim Brunnen eine Leiche rumliegen, ne? Sehe ich doch richtig. Die Logik? Genau, da. Ja? Laranel liegt da rum. Laranel gammelt hier. Tot. Und 113,5 so. Ich stehe jetzt hier. Das ist ja Hammer. Ah. Schön. Finde ich super. Ich stehe jetzt hier auf Laranel. Sandburg-Fräulein ebenfalls. Bauer. In hohem Alter gestorben. Tut mir leid. Da. Liegt hier auf dem Feld. Mitten im Kohl. Ja, beim Arbeiten gestorben. So gehört sich das, ja. Das ist bis zum Schluss
dem Ziel gedient. So. Läuft. Läuft's richtig gut. Sehr hübsch geworden. Die Szenarien spiele ich sehr gerne. Junges Gemüse ersetzt, die fleißig weiter trampeln. Vorbildlich, ne? Finde ich auch gut. Also finde ich richtig gut. So will ich das sehen, ne? Oh, wo ist sie denn jetzt hin? Wird sie weggeschleppt gerade? Ja, ne? Welch Einsatz. Ah. Hi, Frau Dr. Therion Angel. Oh, Angel wurde gerade geboren. Schön. So, warte, wen hatte ich denn vorhin noch? Aldus. 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 Das halbe Hirn habe ich schon. Igel. Habe ich schon. Habe ich schon. Habe ich schon. Leiche von Aranellen dient jetzt als Fußmatte. Ich habe die Sorge, dass der Jäger gar nicht wirklich produziert, weil voll, ne? Ja, das ist halt jetzt scheiße. Und mein Lager ist halt auch voll. Oh, yummy. It's cake time. Din, 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 din. Din, 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 din. It's cake time. Bumsi, schönen guten Abend. Ja, das ist natürlich jetzt bitter. Was mache ich denn jetzt? Kann man Sachen aus dem Bus schmeißen? Es gibt tatsächlich Ressourcen vernichten. Warte mal, da will ich aber vorher speichern. Ich weiß nicht genau, was da passiert. Ich bin mitten im Tutorial. Ich kann kein zweites Lager bauen. Ich kann nur das machen, was das Tutorial sagt im Prinzip. Ne? Also, und es hat mir halt noch nicht beigebracht, ein zweites Lager zu bauen. Ah, okay, alles klar. Hau mal die Pilze weg. Der Lootbeutel ist zu klein. Steinkind, ich bin noch im Tutorial. Das dauert bei mir sowas. Ich genieße, genau. Ist ja schlimmer als Doom. Magic, schönen guten Abend. Dass jemand sein Leben im Tutorial verbringen möchte. Die werden das aber sicher anpassen. Meinst du? Ich finde das super. Weißt du, das Schöne ist halt einfach, ja, dass das Tutorial total entspannt ist. Das Tutorial ist halt super super entspannt. Liegt hier noch irgendwo ein Toter rum? Nee, ne? Gerade nicht. Alles gut. Keine Toten am Start. Jemand gestorben? Oh, hier wurde schon wieder jemand... Oh, Scotty ist erwachsen geworden. Oh, schön. Und es wurde jemand geboren. Magic habe ich doch auf jeden Fall noch. Das bezweifle ich. Magic. Sehr gut. Das halbe Hirn ist auch erwachsen geworden. Herrlich, so läuft's doch. Lagerplatz geht zur Neige. Was du nicht sagst. Hm.
Nee, Schimpi, ganz so ist es auch nicht. Also es ist nicht ganz so krass, dass ich wirklich nur das machen darf, was gerade als Aufgabe da ist. Aber ich darf halt nicht einfach random alles bauen, ja. Also mir wird halt nach und nach jedes Gebäude quasi beigebracht. Und nur die Gebäude, die mir das Tutorial beigebracht hat, kann ich auch bauen. Weißt du? Hoffentlich Bäcker. Es gibt keine festen Berufe, die wechseln ständig durch. Ist ein echt gutes Tutorial, ja. Das finde ich halt auch. Oh, Muckel ist tot! Sanitäter, das heißt, sie liegt irgendwo hier rum. Da, nee, da liegt Muckel. Vor der Haustür gestorben. Na, toll. Krippmuckel. Muckel, Ruhe, du bist tot. Hat er sich einfach so im Chat rumbrüllen? Geht denn das Tutorial so lange oder genießt du es einfach? Naja, ich könnte halt schon auch schneller spielen. Ja. Natürlich könnte ich viel schneller spielen, Pavadis. Also es liegt definitiv an mir. Ja. Ich suche euch jetzt alle heim. Woran sterben die denn? Altersschwäche. Steht ja da. Hohem Alter. Die sterben alle einfach an hohem Alter. Die sind halt alle jetzt langsam alt und verbraucht. Ne? Vanille ist 6 Sekunden, ist erwachsen geworden. Ey, was sind das hier eigentlich? Jarin und Wolf, diese Alten, die hier diese Hütte besetzen. Locke, ebenfalls an hohem Alter gestorben. Lockerip. Lockerip. Geht er aber fix? Wie geht fix? Das mit dem Sterben? Nee, ich spiele nur super langsam. Also das hat jetzt schon, ich meine, wir haben gestern schon 4 Stunden, ne? Über 4 Stunden, heute nochmal 2. Also es dauert schon, bis die sterben. An Alter, Altersschwäche. Viel Spaß im Lurk-Wiesenträum. Lynch und Mo, danke für die Follows. Wo sitze ich denn und was mache ich da? Weiß ich nicht, irgendwo. Oh, Mardas ist leider auch RIP. Delfin RIP. Naja, die sterben halt jetzt alle nach und nach, ne? So ist das. Der Tod RIP. Dafür wurde Raphael geboren. Sehr gut. Steinkind wurde geboren. Super. Rip, rip, rip. Andi, danke fürs Zwangsverflauschen von Ingo. Ingo ist damit im 33. Monat im Kokon und darf entscheiden, in welchen Farben die Eisenstäbe, die ihm vor der Außenwelt schützen, angepinselt werden sollen. So. Das geht hier einfach nicht vorwärts mit dem Jäger. Wo ist denn der Jäger? Quatsch, dahinter. Der hat hier doch, gerade... Ach so, die Rehe sind gerade rausgelaufen aus dem Gebiet. Sag mal, wollt ihr euch mal zusammenreißen oder was?
Ey, die hauen ab. Das Rehfleisch rennt weg. Was? Ich bin doch schon fast tot. Das kann nicht sein. Die Rechnung geht nicht auf. Ach, keine Sorge. Da kamen vorher so viele nach. Oh, Zanjeka hat es leider jetzt auch dahin gerafft. Bisher konnten die alle ersetzt werden. Ne? Die konnten, das konnte, das ist alles gut. Die konnten bisher alle ersetzt werden. Alles in bester Ordnung. Also die Rehe sind halt echt aus dem Gebiet einfach rausgelatscht jetzt. Psst. Wo sind die hin? Da hinten sind die jetzt. Das ist ja mal ärgerlich. Oh nein. Nein, nein. Das Lager ist schon wieder voll. Ach ja. Mit dem Loot von den ganzen Verstorbenen, der wird, der wird der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt. Das ist ja ganz klar. Also mir. Ja. Perfekt. Die Jagdhütte versorgt uns ebenfalls umgehend mit Nahrung. Bunny, du kannst auch Leuchtefarbe haben. Kann jedoch etwas unstetig arbeiten, da sie von dem Wild in der Umgebung abhängig ist. Dennoch kann sie unverzichtbar sein während einer Dürre, weil selbst dann die Hirsche und Wildschweine durch die Wälder streifen. Wenn sie nicht wegstreifen. Wildtiere können nicht nur geschossen, sondern auch eingefangen werden. Wenn ein Wildtier eingefangen wurde, kann es auf eine Weide gebracht werden und dort als Nutztier dienen. Um Wildtiere einzufangen, danke, musst du deinem Jäger die Anweisung geben, dieses zu tun. Außerdem solltest du eine Weide errichten und einen Hirten einteilen. Sehr gut. Eine Weide. Eine Weide. Wow! Ja. Schade. Aber wir stellen das hier unten hin. Okay. Hürze. Gut. Hi Entilsa. Viel Spaß im Lurk, Anni. Auf dem Friedhof jagt. Ich hoffe doch wohl nicht. I. Tutorial-Typ noch nicht veraltert. War der nicht schon zu Beginn alt? Wie Raupe I, wie jung. Ach so. Pasch, danke für den Restart. Dankeschön für den zweiten Monat. Deine Gummizelle hat sich vergrößert. Du hast mehr Platz. Schieb deine entspannte Sitzgelegenheit in die Gummizelle. Machst du darauf gemütlich. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Rechtex ist erwachsen geworden. Sehr gut, sehr gut. Oh, Joker-Rip. Joker-Rip. Joker ist leider Ripikowski.
Dafür wurde Doris geboren. Wen habe ich denn noch nicht? Ich hätte ja noch so ein Kind, was gerne einen Namen hätte. Ein Kind, was deinen Namen trägt. The Circle of Life. Wen darf ich jetzt heimsuchen? Das kannst du ja aussuchen. Lang lebe Joker 2. Fangen wir jetzt schon mit dem Zweier an? Haben wir niemanden mehr? Katrin würde wollen. Aber sehr gerne. Bevor die Namen ausgeben. Ja, es dürfen sich auch gern mal kurz die Lurker melden. Also ihr müsst jetzt nicht... Ihr müsst deswegen jetzt nicht ständig schreiben. Keine Sorge. Lurkt ruhig weiter. Hodor würde gerne. Muss sich jetzt niemand gezwungen fühlen. Ihr müsst auch nicht aus eurem gemütlichen Lurk raus. Togudera habe ich doch schon. Togudera, du bist längst drin. I-Tüpfelchen und Georg habe ich dann noch. Sehr gut. Danke euch. Hi, Lagerkollera. Alter. Die kommen jetzt wieder hier hintereinander weg. Georg. Ich mache mal lieber die 1805 dran. Nicht, dass ich dann denke, das war wirklich ein Name aus dem Spiel. Weil das könnte halt wirklich auch... Ne? Das ist schwierig. Diese Betagten, die hier die ganze Zeit diese Hütte bewohnen, ja? Wulf und Yarin, ja? Es ist einfach... Die sterben nicht weg. Die sterben einfach nicht weg. Das gibt's nicht. Unglaublich. Wie die sich an dieser Hütte festklammern. Entspannungslurk und so, das ist absolut in Ordnung. Vielleicht kann man ja nachhelfen. Ich weiß, ich könnte die hier in die Zuflucht stopfen. Ja? Aber es ist schwierig. Oh, die Weide ist fertig. Sehr schön. Soll ich was Bestimmtes einstellen? Weide Tierart zu. Tierart auswählen. Oh, guck mal. Wildschweine haben wir schon. 2 Stück. Den soll ich ganz kurz auf Fangen umstellen. Das kann ich ja gerne noch machen. Die vom Jäger eingefangenen Tiere werden auf eine Weide gebracht, wo sie von Hirten betreut und versorgt werden. Ja. Manche Tiere produzieren Ressourcen, wie Milch oder Eier. Wildschweineier. Für den Verzehr geschlachtet werden. Du solltest dich darüber informieren, welche Tierart dir welchen Nutzen bringt. Auf jeder Weide kannst du einstellen, welche Art von Tier gehalten werden soll. Wildschweineiermilch, geil. Good old Hühnermilch.
Nein, ich denke, die werden geschlachtet, oder? Ich denke, die Wildschweine werden höchstwahrscheinlich geschlachtet. Eingestellte Maximalanzahl an Tieren auf dieser Weide überschreiten. Okay. Steht halt leider nicht da, ne? Also ich sehe es gerade nicht, was ein Wildschwein mir bringt. Siehst du denn vielleicht hier? Können zur Fleischgewinnung geschlachtet werden, genau. Ja. Ja. Nice. Tiere, die du auf deiner Weide hältst, müssen von dir mit Wasser versorgt werden, um überleben sehr nah und dran, sich vermehren sehr gut zu können. Sobald genug Tiere ausgewachsen sind, wird der Hirte damit beginnen, diese Tiere zu schlachten. Wenn du nicht möchtest, dass Tiere geschlachtet werden, kannst du ihn auch anweisen, dies zu unterlassen. Bitte, was ist mit Eiern? hallo Old One Eye. Hallöchen, Locke. Weil wir sind dement. Die haben das Sterben vergessen. Ach so. Deine Hirten wissen nun, wie sie mit den Tieren umgehen sollen. Vergiss nicht, deine Jäger anzuweisen, in Zukunft wieder Tiere zu jagen. Damit er, jetzt da du bereits einige Tiere eingefangen hast, weiter Nahrung sammeln kann. Ja, ja. Mit unserer erhöhten Produktion wird uns sicherlich auch bald der Lagerplatz ausgehen. Auch die Versorgungswege unserer Produktionsgebäude werden immer länger. Um diese Probleme anzugehen, solltest du ein provisorisches Lager errichten und Straßen anlegen lassen. Ja, Mann! Ja, Mann! Na, endlich! Provisorisches Lager. Geil. Geil. Gleich mal zwei hier hinballern. Direkt zwei dahin ballern und Schotterwege. Oh, es ist auch sehr angenehm, ne? Auch farblich. Richtig gut. Aus was sind die denn? Also was brauchen denn Schotterwege für Materialien? Ziel ein schnelles Vorankommen. Straßen erfordern kein Baumaterial. Stattdessen muss jeder einzelne Straßenabschnitt von einem Baumeister erschlossen werden. Okay, die haben halt dann einfach super viel zu tun. Das ist aber fein. Das ist in Ordnung. Okay. Ach so, warte, der Weg zum... Stimmt, der Weg hoch zum Friedhof. Den sollte man ja wenigstens mal noch machen. Den Lootkeller implementiert. Ich weiß genau, wo wir hinwollen. Ich weiß es einfach genau. Ah. Sicher ergiebiger durch Strahlenmutationen. Mehr Schenkel und Köpfe. Weg zum Friedhof ist wichtig. Ja, das ist ja. So, da haben sie jetzt genug zu tun. Na, ich lasse mal zwei offen, weil uns ja immer mal Leute wegsterben. Nisch. Wer kennt das Problem? Das große Sterben und so. Wie sieht's denn eigentlich hier hinten aus? Der hat gut gefrostet, ne? Ich
könnten den Schrottsammler... Alter, hier unten ist halt nichts mehr. Den Schrottsammler mal hier oben anweisen lassen, damit die dort die das füllen können, quasi. Kahl gefegt. Sehr gut. Oh. Zwei neue. Wiesentroll ist leider gestorben. Das tut mir leid, Wiesentroll. Wen habe ich denn noch nicht? Habe ich noch wen nicht? War vorhin noch jemand übrig? Redbeard. Redbeard habe ich noch nicht. Redbeard habe ich, glaube ich, vorhin auch überlesen. Hallo, Redbeard. Wunderschönen guten Abend. Oh, und da. Onkel Daniel. Einen wunderschönen guten Abend. Habe ich vorhin auch überlesen. Entschuldige bitte. Ey, ich bin schlecht heute. Will Daniel. Hallo, Verbittert. Schönen guten Abend. Verbittert habe ich auch noch nicht. Ja. Ja, ich sollte mal... Wir sollten mal eine kurze Pause machen, ne? Guck mal, Suladan ist auch noch da. Da, Lila Wolke auch noch. Oh, so viele noch. Oh, voll gut. Lurker One ist auch da. Melotrax, Hallöchen. Ich geh nochmal Chat lesen. Provisorische Lager erhöhen die allgemeine Lagerkapazität deiner Siedlung. Platziere sie gezielt, um Warenwege zwischen deinen Produktionsgebäuden zu verkürzen. Straßen sind ebenfalls von großem Nutzen, da Siedler, die sich auf Straßen bewegen, deutlich schneller laufen können als auf normalem Untergrund. Ja, Lila Wolke, gerne. Um das Ganze noch weiter zu verbessern, können wir einen Markt errichten, um die Logistik der Siedlung zu verbessern. Neben einem enormen Lager für Ressourcen, welches sogar Wasser speichern kann, ist der Markt dafür zuständig, Rohstoffe in deiner Siedlung zu verteilen. Des Weiteren erhöht er die Zuversicht deiner Siedler. Einen Markt. So, wen hatten wir denn vor noch? Ja, gleich. Ich mach gleich Pause. Guck mal, Old One Eye hätte ich noch. Na, aber noch mehr. Ich habe doch gerade ganz viele vorgelesen. Onkel Daniel habe ich. Da, Baumpflanzer Gnom. Da. Baumpflanzer Gnom. Haben wir. Und dann haben wir ja schon wieder den nächsten. Ich mach mal Pause. Wir machen eine kurze Pause, ja? Ein paar Minuten. Ich bin ein paar Minuten in der Pause und dann machen wir weiter, ja? Viel Spaß im Pausescreen und so. Bis gleich. Früher oder später sterben, wie im wahren Leben. Ich glaube, es waren ein paar gute Clips dabei, habe ich das Gefühl. Das passt überhaupt noch mit drauf für Spiel. Was denn? Danke für die WBs. Sprudel und Chimmy, danke für die Follows. So, einen Markt. Okay, super. Das klingt sehr gut. Ein Markt. Wir bauen einen Markt. Was zur Hölle? Was ist denn das? Läuft. Kann man das hier noch durchziehen? Nee, ne? Hä?
Nee, die hab ich eng aneinander gebaut. Naja, egal. Das ist ein sehr großer Markt. Bin ich schon tot oder muss ich noch arbeiten? Nee, du musst noch arbeiten. Steinkind, ich glaube, du bist sogar noch ein Kind. Also ich glaube, du gehst noch zur Schule, tatsächlich. Nee, ich sollte mir hier echt noch was offen halten. Sterben ja immer mal Leute. Ich hätte hier noch jemanden frei. Sehe ich gerade jemanden im Chat? Nefariti sehe ich gerade im Chat. Nefariti. Habe ich, glaube ich, noch nicht. Hoffe ich. Provisorisches Lager ist fertig. Das ist super. Davon haben wir jetzt 2 Stück. Das heißt, sie können wieder richtig ackern jetzt alle. Wird der Loot nach 30 Sekunden im Spiel geklaut. Basti bekommt einen Stapel Blätter an den Kopf und geht K.O. Echt? Waren die beiden Clips gerade drin? Das ist natürlich fies. Böses Spiel, ganz böses Spiel. Hab den ganzen Tag nichts anderes gemacht. Hallo Team Spacebeat. Hallo Nessa. Das fühle ich. Lachanel direkt auch. Ja, oh, guck mal, ich habe noch jemanden. Knubbelbabbel habe ich da auch noch nicht. Knubbelbabbel. Hoffe ich zumindest. Du, du, du. Was ist denn eigentlich das Problem? Achso, der stellt keine Medizin mehr her. Das ist okay. Das ist in Ordnung, wir haben genug. Yippie! Pack noch ein Muckel-Lexikon rein, kann man nie genug haben. Ja, Pepi, vielen, vielen lieben Dank für den Sub. Herzlich willkommen bei den Flauschrauben. Mach's dir gemütlich in deiner eigenen privaten Gummizelle im Kokon. Viel Spaß in den Gemeinschaftsräumen und trage stets ein nasses Handtuch zur Verteidigung bei dir. Vielen lieben Dank. Da fehlt eine Straße am Sanitätshaus lang. Nee, die ist schon gebaut. Die ist schon gebaut hier. Hier sind schon Schotterwege. Hi Kisaragi. Gerne da, Pepi. Kein Problem. Kommt bestimmt gleich wieder jemand nach. Hier kommen ständig irgendwelche Kinder nach. Spielzeit 40% und Namen verteilen 60%. Ja. Isaragi, hätte ich dich begrüßt. Hi. Festen Intervall gibt. Sie kommen dann hin und wieder mal. 10 Seasons sind aber auch schon relativ lange. Gibt ein bisschen Zeit, enge Sachen zu machen. Ich hoffe, ich bin noch weit weg von irgendwelchen Raidern. Bloodkite, danke für den Follow. Oh, Nightstalker ist leider gerade von uns gegangen. Dafür wurde Oliver erwachsen. Ich dachte, es wurde jemand geboren, aber nein. Geht er fix in der Kolonie, ja.
14 von 96. Zuletzt Nightstalker. Ja. Da wird's gebaut. Der Markt wird gebaut. Wunderschön, guck's dir an. Clean Water. Naja, würde ich auch dran schreiben. Verkauft sich sonst schlecht. Da drüben gibt's Seeds hier, Setzlinge, nice. 24/7 geöffnet. Na, da müsst ihr aber ranklotzen, als Logistiker. Logistiker sind in der Lage, Ressourcen aus deiner gesamten Siedlung zu sammeln und in den Markt zu bringen. Das verbessert den Fluss deiner Produkte und führt dazu, dass deine Siedler kürzere Distanzen laufen müssen, um ihre individuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Die Kombination dieser Eigenschaften macht den Markt zum optimalen Gebäude, wenn du deine Siedlung vergrößern oder gar versetzen möchtest. Warte mal, wieso? Sekunde, warum kann der kein Wasser sammeln? Ich habe doch umgesetzt. Müsste doch jetzt gehen. Warte mal, wir haben hier neue schon wieder. Da Pepi wollte gerne, da Pepi. Ich hätte noch jemanden. Oberst sehe ich da gerade im Chat. Oberst. Einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Oberst. Oberst. Auch am Start. Gut. Sehr gut. Schreib einfach Energy Drink drauf, dann kannst du reinpacken, was du willst. Ja, Oliver, jetzt geht's los. Jetzt musst du ranklotzen. Achtet einfach nicht darauf, dass es der Kolonie gut geht. Ey, den geht's super. Ein kleiner Bug. Jedes Mal, wenn man das Forum anklickt, kann man nicht mehr am Kartenrand scrollen. Das Forum. Nach hinten raus recht frustrierend werden. Das kann ich dir noch nicht sagen, Oberst, weil ich bin am Anfang. Ich spiele das Tutorial seit über 6 Stunden. Jetzt muss Maurice hier schon Support machen, ne? Am Samstag um kurz vor 10 abends. Einen guten Moment zum Sterben ausgesucht. Neuladen hilft aber immer, klar, mache ich, müsste aber bis morgen warten. Scotty habe ich schon. Ja, Scotty ist drin. Oberst, was nicht heißt, man muss das Tutorial nicht so lange spielen wie ich, ja. Ich reize das ganz schön aus, ja. Also, du kannst... Ich hätte viel häufiger die Spielgeschwindigkeit hochstellen können und so, ne, habe ich halt einfach nicht gemacht. Ich spiele wirklich sehr, 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 sehr langsam. Sehr langsam. Hallo, Wolf. Redbeard, ich hoffe nicht. Nee, ich hoffe nicht. Habe ich Trapper G gerade umbenannt? Kann natürlich passiert sein. Weil hier ist er. Das kann sein. Das kann sein, dass das passiert ist. Ich wollte die hier benennen. Das ist ja, mein Fehler. Alles gut. Korrigiert. Danke. Ich strecke das Spiel, genau. Fürs LP. Weißt du, wenn ich das dann auf meinen YouTube-Kanal schiebe. Ja, den kompletten Stream, da lohnt sich das dann immer richtig fett. Bei meinem nicht monetarisierten YouTube-Kanal kriege ich dann richtig fett kein Geld raus. So. Ja, Mann. Kostet immer alles aus. Schön slow, ja. YouTube. So.
Je größer deine Siedlung wird, Leute, desto weiter müssen manche Siedler sich auf den Weg machen, um an all die Nahrung zu kommen, die du produzierst. Um ihnen das Leben ein wenig einfacher zu machen, kannst du Essensausgaben errichten. Logistiker, die in einer Essensausgabe arbeiten, werden Nahrung aus deinen Lager- und Produktionsstätten sammeln und zur Essensausgabe bringen. Wulf, ich weiß nicht, wie du das machst, ja, aber Yarin und du, ihr wehrt euch einfach gegens Sterben, ja. Ihr wehrt euch gegens Sterben. Die anderen, ja, die sind alle schon auf dem Friedhof, die sind an Altersschwäche gestorben und ihr zwei, ihr sterbt einfach nicht. Das ist belastend. Zu zäh und zu stur zum Sterben, ja. Spiel steht übrigens auf Pause. Ja, ja, ich weiß. Ich mach das immer, wenn ich meine neue Aufgabe krieg und so, oder wenn ich gerade viel Chat lese, stelle ich auf Pause. Damit ich möglichst nichts verpasse hier. Ja? Huluga, Hallöchen. Nur zu träge, um es zu erkennen, vermutlich. An den Friedhof anbauen. Ist die Alten nicht so weit. Ja, ich dachte, hier ist erstmal... Wobei, der Markt ist halt direkt daneben. War vielleicht jetzt auch nicht so schlau. War eigentlich Quatsch, den da hinzusetzen, ne? Warte mal, können wir das vielleicht noch abändern? Aufbau abbrechen. Das ist nämlich eigentlich... Das ist Blödsinn. Vielleicht hier unten... Weil ich hier auch Lager habe, das ist jetzt auch nicht so, weil also vielleicht hier drüben, hier so, hier lohnt es sich vielleicht. Ja. Aber dahin. Oh, es wurde jemand Neues geboren. Huluga, Grüße. Habe ich Huluga schon? Luga, hast du schon einen Platz in der Kolonie? Weißt du das zufällig? Friedhof anbauen, dann habe ich gelesen. Gerade nicht zugehört, ist das sowas wie die Tafel? Nee, nie ganz. Good old people? Guten Gut. Grumpy. Genau, ist für kürzere Wege einfach, ne? Weil je größer das wird... Oh, Murphy's Law würde gerne. Alles klar. Murphy's Law. Warte. Law. Na, aber gerne. So. Westlichter Weg. Das muss man dann erforschen. Bringt uns bestimmt bald bei, wie wir erforschen. Ich freue mich schon drauf. Hm. Ja, ne? Genau. Süßen Fuchs kann man ja nicht nein sagen. Geht ja gar nicht. Du-dum. Go, go. Hau die Essensausgabe los. Schmont, Baby. Oh, schon wieder. Wir leben ja noch, klar. Also ein paar sind zwar inzwischen an Altersschwäche gestorben, aber so ist es halt. Ich knall jetzt Huluga hier rein, auch wenn Huluga nicht geantwortet hat. Huluga. Das nennt sich Zwangsrekrutierung. So.
Ein Fotomodus? Oh, das weiß ich gar nicht. Das sind Hallöchen. Nicht nur das Schiefgehen-Zeugs, genau. Hm, Regen finde ich in dem Game sehr geil, ja. Ja, definitiv. Auch die Dirnen und so, das sieht dann alles einfach richtig gut aus. Richtig nice finde ich übrigens einfach die Regentropfen auf dem Wasser. Ja. So geil. Brot für morgen ist gerettet, Baby Barney. Man kann das UI ausblenden. Oh, das ist ja aber wie ein... Das ist ein Foto. Also das ist schon in Ordnung. Nice. Das ist doch schon... Also das ist absolut ausreichend. Da kann man ja schicke Screenshots machen. Nisch? Was Raupe sagt, genau. UI ausblenden reicht schon vollkommen aus. Muss kein fetter Fotomodus mit hier Kontrast und Gedöns und so. So ist schon super. Immer an Doctor Who denken. Verstehe ich, Dragon, ja, verstehe ich. Hey, Injective, guten Abend. Gute Nacht, Flaxus, schlaf gut. Endzone zu starten und zu spielen ist nicht spielbar. Bei mir es ruckelt. Oh, das ist nicht schön, Wolf. Das ist nicht schön. Knappe Ressource, Werkzeuge. Ey. Why? Viele Berufe, ne? Noch einen Werkzeugmacher hinstellen? Ja. Den kriege ich da hier reingequetscht. Nee, geht er nicht, weil das da im Weg ist. Ja, dann halt. Da geht er auch nicht hin. Wo quetsche ich dich hin? Dass die Gebäude auch alle unterschiedlich breit und hoch und so sind. Es ist belastend. Ist vollkommen normal, aber belastend. Ja, nee, ich quetsche das trotzdem. Ich setze das hier mit hin. Ja. So, jetzt wollte ich hier jemand neu benennen. Namen Naturadler. Das sind jetzt gerade hier Dragon zum Beispiel. BW-Dragon. Nice. Ja, gut. Wenn ich jetzt einen Screenshot anfertige, wäre da eine Raupe unten rechts im Bild. Das ist richtig, Bad Wolf. Tepia, schönen guten Abend. Hi. Was, wie? Dennis soll... ach so. Ach, Dennis ist heute da. Du hast gar nichts gesagt. Ich habe vorhin Maurice gesagt. Warum hast du mich? Du hättest mich ruhig mal korrigieren können. Fass ich's denn? Hi, Sakura. Ich bin doch Maurice. Ich bin nicht Dennis. Hey, jetzt bin ich irritiert. Hat nicht gerade Injective gerade geschrieben? Der Dennis ist heute der Scotty. Und du hast gesagt, ja, eigentlich besteht die Firma nur aus mir. Was? Was zur Hölle? Muss ich das jetzt verstehen? Schrödingers Maurice, ja. Aber hallo. Mmh.
Nur umbenannt? Das ist doch derselbe, bestimmt. Nein, Injective, nein, 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 nein. Nein, nein. Dennis ist doch, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das doch quasi dein Abteilungschef sozusagen, Maurice, oder? Oh, wir haben jemand Neues. Sakura, guck mal da, Sakura. Sieht so kurz aus. Ist aber so. Wenn man das HD 77 weglässt, dann ist das irgendwie gleich viel kürzer. Hallo Seko-chan, das ist korrekt. Ach, immerhin etwas habe ich verstanden. Gott, was habe ich getan? Ja. Passt sich gut an den Gokong an, genau. Ja, direkt erstmal schön mich verwirren. Oh nein, Rava ist gestorben. Oh. Rava ist tot. Und Wolf und Yarin, weißt du, die sind hier immer noch, dass die... Es ist unglaublich. Sterben einfach nicht weg. Die besetzen diese Hütte und sterben nicht weg. Oh. Ja. Nun. Ah, guck mal hier, Seko-chan. Seko-chan. Ja, nun, das hat sich gerade erledigt. Okay. So, wir haben eine neue Werkstatt. Wo ist denn? Ach, hier, Techniker. Nee, warte mal, hier Metallwerkzeug, nicht Schrottwerkzeug bauen. Nicht Müll bauen. Niemand will hier Müll. Willkommen im Feierabend, Chaot. Was? Habe ich was angestellt? Nee, alles gut, Seko-chan. Du wurdest nur gerade zwangsrekrutiert für die Kolonie. Einsatzbereiten PC wäre das Spiel sicher gut spielbar. Ja, das ist halt... Ja. Nein, ich habe überhaupt nichts absichtlich gemacht, Wolf. Also irgendwann musstest du jetzt mal sterben. Jetzt mal wirklich. So, und Gott sei Dank, endlich dürfen hier nämlich Jörg und Adanos gemeinsam einziehen und mal ein bisschen für Nachwuchs sorgen, ja? So, ihr habt die ganze Zeit die Hütte sinnlos besetzt. Yarin wurde jetzt direkt zwangsumgesiedelt, ja, hier ins Altersheim. So wie sich das gehört. Ja. Ach, guck mal, Strauchi vegetiert hier drin auch vor sich hin. Als betagter Erwachsener. Hier ist ja direkt neues Kind geboren, ja, so läuft's. Justin möchte auch zwangsrekrutiert werden, aber sehr gerne. Justin, go to. So. Sehr schön. Ja? Da, schon wieder. Hintereinander weg, Kinder. Hintereinander weg. Runner haben wir auch noch gar nicht. Hallo, Runner. OCR Runner. Der Runner ist am Start. Mal, könnt ihr jetzt mal die Ästsausgabe bauen? Ich habe super viele Baududes und die bauen das Ding halt einfach nicht. Hatte ich hier nicht vorhin gesagt, als nächstes bauen? Was machen sie? Sie bauen die Werkstatt. In der Zwischenzeit werden hier 20 Kinder geboren. Hier, Cluster Formation fehlt auch noch. Cluster... Formation. Eigentlich müssten wir Dennis noch mit reinsetzen, ne? Das findet Dennis dann bestimmt auch richtig gut. So, wenn man dann im eigenen Spiel stirbt, ne? Das ist halt schön. So läuft's. Dennis oder Maurice? Scotty, du bist schon drin.
Aber ich hab ihn Scotty genannt, nicht Maurice. Ich hoffe, das ist okay. Liam wurde geboren, hier. Da haben wir doch den Dennis. Oh, und wir haben hier schon wieder ein Kind. Ey, das gibt's ja nicht. Yes, bald darf ich ebenfalls sterben. Oh, Injective habe ich noch nicht. Injective. Schon wieder? Ey, jetzt geht's aber ab. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Haben wir noch jemanden? Den Dorf-Kevin. Ey. Wie wir den kann nickeln, ja. Oh, die Essensausgabe ist fertig. Nice. Ressourcen, die nicht im Umfeld gesammelt werden können. Nahrung. Warum sollten die hier rohe Nahrung reinpacken? Ist das sinnvoll? Haben wir überhaupt schon verarbeitete Nahrung? Nee, ne? Vermutlich nicht. Wir haben nur roh. Ja, Runner, habe ich schon gesagt. Ja, ja. Habe ich auch gesagt. Autobenennung wäre super. Das ist meine Aufgabe. Es gibt keine Festen. Die rotieren immer durch, Injective. Also aktuell bist du sowieso noch ein Kind. Von dem her, du gehst zur Schule im Moment. Aktive Sterbehilfe? Nein. Oder produzieren die nur Ressourcen? Nee, nee, die gehen auch in die Hütten und schlafen durchaus mal. Oh, frech, sag's was. So, warte mal. Dann setzen wir das so. Dann kann er von hier überall Zeug holen. Was sind hier jetzt eigentlich... Der kann immer noch kein Wasser holen, oder? Nee, warte mal. Strahlenanzug, Schrottwerkzeug oder Halstuch. Ja, habe ich ja auch nicht. Nichts davon habe ich. Nichts davon produziere ich. Ich produziere nur die guten Masken, nur das gute Werkzeug. Und naja, gut, Strahlenanzug haben wir halt noch nicht. Frechdax habe ich schon. Ja, ja, Frechdax habe ich. Wen habe ich denn noch nicht? Habe ich noch irgendjemanden? K.O.-Tabelle. Shalikar ist gar nicht da. Habe ich dich nicht schon? Warte, mal kurz durchgucken. Ist Shalikar nicht schon zwangsverpflichtet? Heute? Tatsächlich nicht. Perfekt. So, Shalikar ist drin. Lila Wolke habe ich schon. Lila Wolke habe ich vorhin zwangsverpflichtet. Das habe ich vorhin direkt erledigt. Schon eine ganze Weile. Hier. Will ich überhaupt? Ich sterbe doch eh in 5 Minuten. Nee. Die leben echt ziemlich lange. Also, ne? Die jetzt sterben, sind die gestern mit uns die Kolonie angefangen haben. Ist ja viel gut. Sag mal, Chaot. Ich bitte dich. Gute Nacht, Bad Wolf. Schlaf gut. Seloa, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Ich hab Puffelbrot so. Nun. Ja, nicht zu danken, Niederwolke. Ich danke fürs Bereitstellen des Namens. 23 bis 27 Seasons etwa, ja. Wenn nicht irgendwas Schlimmes passiert.
Genau, leben die ziemlich lang. Ne? Ach so, was ist denn eigentlich hier das Problem? Ah, mir fehlt ein Logistiker. Mit der neuen Essensausgabe können deine Siedler sich jetzt direkt vor Ort mit Nahrung versorgen. Wenn deine Siedlung noch weiter wachsen sollte, kannst du überlegen, ob du noch weitere Essensausgaben bereitstellen möchtest. Ja. Nexus. Nexus, vielen, vielen lieben Dank fürs Zwangsverflauschen. 5 neue Frischflauschraupen dürfen es sich dank dir in ihren gesponserten Gummizellen gemütlich machen. Führe sie durch die Gemeinschaftsräume und rüste sie mit nassen Handtüchern zur Verteidigung aus. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Herzlichen Dank. Der Geburtenrat, bei der Geburtenrat ist Arbeitskraft billig. Nur einen Tag lang, weil Raupe uns so verschleift. Na, was nü? Gründungsväter haben ausgedient. Genauso sieht's aus. Kosche, danke auch für deinen Reset. Danke für 5 Monate. Du darfst ja einen wichtigen privaten Gegenstand mit in die Gummizelle nehmen, damit es sich etwas heimeliger anfühlt. Habe ich Essen gehört? Gute Nacht, Benny. Schlaf gut. So. Sehr gut. Großartig. Nahrung in deiner Siedlung zu verteilen, wird sich als äußerst praktisch herausstellen. Jedoch brauchen deine Siedler nicht nur Lebensmittel, sondern auch Wasser zum Überleben. Um auch Wasser gezielt verteilen zu können, kannst du eine Wasserstelle errichten. Okay, noch mehr Logistiker, Alter. Diese Logistiker. Wasser. Achso, nee, das ist eher Logistik, genau. Wasserstelle. Okay. Oh, Yarin hat es jetzt auch dahin gerafft. Yarin hat es gerade dahin gerafft. Das wurde aber auch ehrlich gesagt Zeit. Guck mal, da können wir jetzt Nexus nochmal. Hat Nexus nicht schon? Also. Nexus. So. Zack. Rip Yarin. Ja, ich spiele das Tutorial. Ich spiele super langsam das Tutorial. Keine Angst an diejenigen, ne, die sich jetzt denken, was? 6 Stunden für ein Tutorial? Ja, liegt an mir. Ja. Keine Sorge. Liegt an mir. Ich lasse sehr selten die Zeit schneller vergehen, tatsächlich. Ich spiele ziemlich langsam. Früher stirbt, ist länger tot. Gamecookie ist erwachsen geworden. Häuser mit dem Pfeilsymbol nicht auszubauen? Nee, das produziert nur nicht mehr. Fertigungsgrenze erreicht. Was soll denn Green-Nachschub? Uff. Wahnsinnig viel Spaß an dem Game. Bisschen Schiss, ob ich nachdem so viel geendet wurde, noch klarkommen würde. Na, einfach von vorne anfangen. Also, ich denke mir dann immer, dann ja, wenn es so lange her ist, einfach nochmal von vorne anfangen. Easy. Obdachlose Siedler. Oh nein. Was? Nee. Hä? Wait, what? Haben wir jetzt oder haben wir nicht? Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18. Mal 5 plus 25. 115. Nee, wir haben noch super viel Platz. Kann nicht sein. Stimmt, zu alt für die Zuflucht.
Ja, wobei das Ding ist halt immer, naja, also die Kinder sind ja immer in den Häusern mit zwei Erwachsenen. Ja, meine Rechnung geht so nicht auf. Gehen ja immer nur zwei Erwachsene, ja. Warte mal. Galk. 2 mal 18 plus 25. Holla. Ja, schwierig. Nina wurde geboren. Ulrich wurde geboren. Schon wieder neue. Naturadler, ich dachte, ich habe dich vorhin schon reingeschmissen ins System. Ich dachte, ich habe dich vorhin einfach, wo du dazugekommen bist, schon zwangsverpflichtet. Aber ich kann mich irren. Ich bin heute ein bisschen... Ah, offensichtlich nicht. Na dann. Außer du bist schon erwachsen geworden in der Zwischenzeit. Weiß ich nicht. So, wen habe ich noch? Don Felipe habe ich noch. Don Felipe. Das sind zu viele alte, unfruchtbare. Hass? Nee. Mm-mm. Wir haben eigentlich kaum noch alte inzwischen. Also, wir haben hier Samira und Strauchi, die hier in der Zuflucht abhängen. Jörg. Ah, wobei Islota und Schmont hier sind schon ein paar. Schon mal überlegen. Also man könnte ja noch eine Zuflucht nur für die Alten bauen, ne? Eine Zuflucht für die Alten? War gestern nicht. Und nee, ich dachte, ich habe dich vorhin reingeschmissen, Naturale. Wenn das Tutorial durch ist, brauchst du die Kraft. Das Tutorial ist, glaube ich, wirklich nett. Das ist wirklich, glaube ich, sehr freundlich. Vorhin war es Raubadler. Schade, das passt hier. Oh doch, es passt. Nee, warte, passt es hin? Nee, es passt nicht hin. Oh, das ist aber schade. Das wäre jetzt ziemlich cool gewesen, direkt das, die Zuflucht für die Alten hier einfach zu... Schade. Ja, passt ganz knapp nicht hin. Och, Raupe, was denn? So ein schönes Altersheim jetzt einfach hier. Ist da, also, ich meine, hier geht's ums Voranschreiten, um den Wiederaufbau der Zivilisation, Muckel. Da muss man dann auch einfach mal ein bisschen makaber. Natürlich ist es makaber. Ja. So. Die Wasserstelle wird bitte aber hier als nächstes fertig gebaut, ne? Das hier macht ihr danach, wenn es geht. Hallo, Haki. Jetzt, da deine Siedler auch eine Wasserstelle zur Verfügung haben, können sie sich vor Ort mit Wasser und Nahrung versorgen. Ähnlich wie bei den Essensausgaben kannst du so genau steuern, an welchen Stellen deine Siedler sich um ihre Bedürfnisse kümmern können. So, das Ding holt von da Wasser? Jetzt, da wir unsere Logistik im Griff haben, können wir uns mit dem Wetter und seinen Herausforderungen befassen. Um eine Vorhersage über das kommende Wetter treffen zu können und zu erfahren, ob eventuell verstrahlter Regen auf uns zukommt, kalter Kaffee, können wir eine Wetterstation errichten. Diese kann außerdem dazu verwendet werden, unsere Anbaufelder und Regenspeicher abzudecken, um diese so vor verstrahltem Regen zu schützen. Okay. Interessant. Extreme Situation erfordert extreme Maßnahmen. Nur?
Wetterstation errichten. Hier. Das ist ein Riesenteil, ey. Da würde ich da unten, glaube ich, gerne direkt noch eine Essensausgabe hinbauen, oder? Weil das ist... Also Wasser ist zwar hier ziemlich nah, aber Essen ist relativ weit weg. Oder hier noch eine kleine Essensausgabe hinklatschen. Machen hier noch einen Logistiker dazu. Okay. Baut mal bitte die Zuflucht zuerst. Ja, genau. Jetzt wird es nämlich langsam wirklich zum Problem. Oh, nein, das wollte ich nicht. Wir haben schon wieder zwei neue Kinder. Skleen zum Beispiel. Skleen. Wer habe ich denn noch nicht? Umsi habe ich, ne? Haki habe ich bestimmt noch nicht. Haki ist ja gerade erst gekommen. So. Monsterhoshi ist ja, das Ding ist riesig. Zwei kleine Felder, die Obstbauplantage. Wie zum Geier ernährst du so viele Leute? Fischerei, ein Jäger, eine Weide, wo Wildschweine geschlachtet werden. Sammler, die hier oben in dem sehr gut bewaldeten Wald Pilze und Beeren sammeln. Ja, also Essen, Nahrungsvielfalt ist definitiv gegeben, ne? Das ist hier das Grüne, ne? Also Nahrung, kein Problem. Ja, das ist das Tutorial. Ja, ja, das ist das Tutorial. Deswegen läuft es auch so gut, denke ich. Hi Skyhawk, schönen guten Abend. Ich habe das Gefühl, das Spiel macht irgendwas mit Raupe. Ziegenzucht ist sogar noch effektiver. Ja, habe ich ja, aber noch nicht, Don Philipp. Habe ich da noch nicht. Ist doch hier Tutorial. Das kommt dann alles später erst. Geniale Idee ist, ausgerechnet Pilze auf verseuchtem Boden zu sammeln. Da gibt es dann Dekontaminierungs-Dude Skyhawk. Guck mal hier, Skyhawk hat sich quasi gerade freiwillig gemeldet zur Zwangsrekrutierung. Das ist sehr freundlich, danke. Das eine fällt schon verwildert mit Bäumen. Naja, das liegt jetzt daran, dass kein Regen fällt. Deswegen sieht das hier gerade so aus. Das sieht ein bisschen... Ne? Es ist gerade sehr trocken. Das hier sind Pflaumenbäume. Es ist halt gerade sehr, sehr trocken. Das wird wieder. Alter, wie viele Kinder hier einfach nachkommen. Läuft irgendwie genau so, dass die nächste Quest genau das Problem löst, was gerade aufgefallen ist. Naja, nicht ganz. Oh, Strauchi hat es da hingerafft. Strauchi hat es dahin gerafft. Da liegt er. Bis zum Schluss hat er gearbeitet. Und jetzt steht Elvano einfach auf der Leiche drauf.
und guckt sich den toten Strauch hier an, wie er dort da liegt. Freiheit! Tja. Oh Mann. Ripp. Mod halt, bis zum Ende im Modkeller. Schimmelt nur vor sich hin. Nee, der wird dann gleich abgeholt von dem Totengräber. Und der beerdigt ihn dann. Keine Sorge. Hab nicht so viele Hütten gebaut. Es ist das Tutorial. Es ist das Tutorial, Don Philipp. Es ist das Tutorial. Ich konnte anfangs nichts anderes als Hütten bauen. Es hat sehr lange gedauert, bis ich endlich die Zuflucht bauen konnte. Das war so das Hauptproblem. Habe ich denn den 3000-Tonnen-Koala schon? Habe ich, glaube ich, nicht, ne? Kann auch als Schweinefutter dienen. Der Schnieke aus, ne? Schon wieder. Das Tutorial, das ich bereits seit heute Morgen spiele. Ja, es ist sehr ausführlich. Ja, aber man kann es schneller spielen, wenn man wollte. Es erklärt halt wirklich jedes Gebäude. Und ich finde es, also ich finde es tatsächlich... Oh, was? Gebäude priorisieren. Was? Nein. Nein. Ich habe das Falsche geklickt. Ich finde das tatsächlich ziemlich gut. Ich finde es sehr gut. Ich wollte den Arbeitsbereich festlegen. Kann ich noch nicht, wenn es noch nicht gebaut ist. Kinder hier. Haben wir denn noch jemanden, der gerne unbedingt in die Kolonie möchte? Wir haben jetzt auch hier ein neues Gebäude. Oh, guck mal hier. Standortattraktivität ist sogar super hier hinten. Wieso ist denn die hier hinten... Wo kommt denn jetzt das Plus 4 her? Wieso ist denn die gestiegen? Wegen dem Markt, ne? Das ist der Markt. Das ist der Einflussbereich des Markts. Ah, cool. Guck mal hier. Ja, super. Spiel ist echt komplex, ja. 25 Jahre im Tutorial. Ja, easy. Oh, guck mal da, der Bootcheck. Bootcheck. Oh, oder? Bootcheck. Oh, Puffelbot. Da, der Puffelbot. Dankeschön. Fürs Namen stellen. Für die Jungen interessanter. Mehr Platz für Kinder. Miuran. Oh, warte. Schreibt nicht. Miuran. Glückwunsch. So. Ich bin wirklich am Überlegen, ob ich das hier hinten so lasse, dass ich die... Wobei, guck mal, die schieben gerade automatisch die ganzen älteren Erwachsenen hier rein. Hier steht ein Haus leer. Das steht leer. Weil die Zuflucht attraktiver ist als die Hütte, oder was? Auch geil. Diese Kolonie aufgebaut. Das ist richtig, ja. Was
ist denn hier unten los? Sag mal, wieso? Wir haben 7 Baumeister. Was genau tun die gerade? Chillen? Guys, go, go, go. Hi Pirate, schönen guten Abend. Gute Nacht, Omi, schlaf gut. Die Hütte riecht noch zu sehr nach den ehemaligen Bewohnern. Das ist doch die Hütte, wo Wolf und Yarin drin. Sehr gut. Jetzt, da wir wissen, welches Wetter uns erwartet und wie wir uns gegen verstrahlten Regen schützen können, indem wir unsere Anbaufelder und Regenspeicher abdecken, sollten wir uns darum kümmern, jenen Regen zu sammeln. Regen befeuchtet nicht nur den Boden. Er kann auch durch Regenspeicher automatisch gesammelt werden, um so einen steten Fluss an zusätzlichem Wasser zu generieren. Da wir bereits unsere Wetterstation errichtet haben, können wir uns entscheiden, unter welchen Umständen wir unsere Regenspeicher abdecken wollen. Regenspeicher errichten. Ach, und in der Wetterstation kann ich... warte mal. Wähle, ab welcher Kontaminationsstufe des Regens die jeweiligen Gebäude zum Schutz abgedeckt werden sollen. Na, am besten doch immer, oder? Also, schon bei niedrig, oder? Wobei Mittel... Nee, na, nicht immer. Immer kannst du ja nicht machen, aber bei niedrig... Na, was nu? Wart nur die Gehilfen. Einfache Ungelernte, nur Raubart organisiert und Aufträge vergeben. Darf ich jetzt schlüpfen? Grinse Gesicht! Du darfst dieser kleinen süßen Flauschraube gerne einen Namen geben und ab jetzt beim kokonianischen Lieferdienstleckerlei seine bestellen. Vielen lieben Dank. Mittel reicht. Ja, wenn man den Dekontaminierer und so nicht hat, ne, dann macht man niedrig höchstwahrscheinlich. Riesige Früchte und Gemüse. Horst ist ihr Name. Wunderschön. Ne, wenn man die Kohle nicht hat, also wenn man Kohle sparen will und wenn man den Dekontaminierer nicht hat, dann vermutlich, ne? Einen Regenspeicher errichten, ne? Aber sehr gerne. Wo stellen wir den denn hin? Den kann ich ja ruhig woanders sehen. Vielleicht hier? Hier ist er super. So. Das Gemüse beißt sonst zurück. Sie heißt aber schon Balu, aber sie kriegt immer wieder einen neuen Namen. Die hat schon unglaublich viele Namen. Ganz viele. Fleck, ich danke für den Follow übrigens noch. Dankeschön. Plastik gesammelt übrigens. Arzneimenge ist halt krass. Aber ja, das liegt halt daran, dass hier nichts Schlimmes passiert. Ne? Das ist halt wirklich die Tutorial-Freundlichkeit. Es passiert einfach nichts Schlimmes. Ich hab wieder 2 neue. Hier, guck mal. Mac Ralf. Achso, ein Grinsegesicht haben wir ja auch noch. Grinsegesicht. Wunderschön. Sehr gut. Ich habe übrigens zu wenig Schulen für die ganzen Kinder. In dem Unterricht 3 von 10. 6 von 10. Ach so, es kann natürlich... die Lehrer wären ja... Dadurch, dass sie die schneller ausbilden können, ist das relativ unproblematisch, ne? Die bilden die so schnell aus, dass das kein Problem ist. Dass ich nur 20 Plätze habe. Glaube ich.
zu der Maske grinsen. Bei dem das Gemüse zurückbeißt. Ja. Bestimmt. Klar. Killergemüse. Mal hier ein kleines Wildschwein. Ein kleines mutiertes Wildschwein. Guck doch mal, wie niedlich. Vielleicht noch eine Weide bauen mit Rehen drin. Der Schrottplatz könnte mal ganz kurz das hier bitte wegräumen. Das hier nervt tierisch. Mach das hier mal weg. Die Killer-Tomaten. Mehr Tierarten gefangen hast. Ja, naja, zumindest müsste ich eigentlich, ja, also Rehe könnten wir halt definitiv noch machen. Menschen groß wären. Oh, hier. Mittelkontaminierter Regen. Hochkontaminierter Regen. Oh, jetzt wird's eklig. Jetzt wird's halt eklig, ne? Warum pausiert das? Warum ist da so ein Pauseknopf dran? Jetzt los. Keine Ahnung, warum ich so viele Bauleute brauche. Respekt einflößend, als auch Angst und Schrecken verbreitet. Horst ist der perfekte Name. Horst. Sofort Respekt und Angst. Und Angst. Definitiv Angst. Ganz viele erwachsen geworden gerade. Kurt. Ja, aber Kurt ist das Kamel. Wieso steht denn da pausiert dran? Ich verstehe das nicht. Warum baut ihr das Ding nicht? Material ist nicht leer. Alles da. Hab ich irgendwas gedrückt? Ich habe hier oben drauf gedrückt, offensichtlich. Auch irgendeinen Shortcut geklickt. Ich habe die nach Basilikum riechen die CD von dem Spiel hier irgendwo. Das ist halt auch geil, ne? Wenn du das liest. Allgemein um Supermarktnahrungsmittel, die sich gegen Menschen zur Wehr setzen und dann am Ende... Ja, Sausage Party. Ja. Das war definitiv ein Film, wo ich mir so dachte, scheiße, wenn da
Eltern nicht ganz aufpassen und sich so denken, weißt du? Ey, cool! Animierter Film, das ist da bestimmt was, da gucken wir uns da mit den Kindern an. Stop. Ja, ja. Ja, ja. So, habe ich denn auch jemanden? Ich glaube, so langsam wird es schwierig, noch Leute zu finden. Hä? Jetzt wird es, glaube ich, langsam kompliziert. Huch. Damals zu Release gekauft. Da war ein Ja, puh. Lest das gerne vor, Naturadler. Da war ein Pizza.de-Gutschein drin. Die CD riecht nach Basilikum. Ja. Dann raube die Toten wieder. Oh, guck mal da, Wendehals. Schönen guten Abend, Wendehals. Schön, dass du dich freiwillig meldest. Voll die Wahl hat. Oh Mist. Brauch noch einen. Doch, doch, der baut den ab, keine Sorge. Doch, ich kann euch ja anfangen wieder zu beleben, Mann. Komm hier, Muckel. Aber dann mach mal Mucke die zweite. Stimmt, Onkel haben wir noch gar nicht. Du hast recht. Das können wir ja wenigstens immer noch machen. Ja, Muckel. Das ist tragisch. Doch, doch, die bauen das hier ab. Es dauert nur einen Moment. Es dauert einfach einen Moment. Hi Muck. Hi Lina Nuva. Da habe ich schon wieder welche, ja? Manchmal muss man einfach nochmal ganz kurz warten. So kriegen wir jetzt gleich kontaminierten Regen hier, ne? Vergiss niemals, dass wenn wir verstrahltes Wasser in unserer Siedlung verteilen, unsere Siedler dadurch erkranken können. Selbst dann, wenn sie Schutzkleidung tragen. Wir sollten sicherstellen, dass das gesammelte Wasser so sauber wie möglich ist. Guck mal, das ist jetzt, da ist jetzt eine Plane drüber. Und da kommt da auch nichts Schlechtes rein. Das Ding ist halt, wieso sollte man das nicht vorher abdecken? Also das verstehe ich nicht. Man kann es halt, also trotz diesem Gerät da und der Kohle im Wasserspeicher, kann ich es doch trotzdem vorher eigentlich schon abdecken, oder? Mehr als Wiedergeburt, ja. Kekse zum Aldi-Preis, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Wie soll es reinregnen, wenn es abgedeckt ist? Naja, es regnet ja auch mal und ist nicht kontaminiert. Also es gibt ja hier auch unkontaminierten Regen. Kennt das jemand? War auf einmal weg. Weißes Bild? Weißes Bild! Okay. Hm. Guck mal hier, Muck. Das ist doch fast wie Muckel. Um unser Saatgut vor Verstrahlung zu schützen, können wir unsere Anbaufelder abdecken lassen. Doch sobald sie abgedeckt sind, werden sie natürlich nicht mehr vom Regen bewässert. Um dieses Problem zu beheben, können wir eine Bewässerungsanlage errichten, welche künstlich die Befeuchtung des Bodens regulieren kann. Platziere dieses Gebäude sorgfältig, da es den Boden nur in seinem Wirkungsradius bewässern kann. Okay.
Nice. So. Ein Bewässerer. Yay, Muck freut sich sehr schön. Kekse zum Aldi-Preis, ich spiele das Tutorial. Das soll sehr lang sein. Ja, es ist definitiv, also es erklärt eben wirklich im Detail. Ne? Also es wird jedes Gebäude erklärt und die Spielmechaniken und so. Ne? Also es, ich finde das Tutorial unglaublich gut gemacht. Ich lasse mir aber, glaube ich, auch enorm viel Zeit. Mal vielleicht auch noch dazu sagen. Also das kann man schon schneller machen, ein bisschen. Wie es im Late Game ist, kann ich dir nicht sagen. Schon wieder das Stoppzeichen dran. Was? Aber wieso? Warum ist denn das jetzt so? Habe ich irgendeinen Knopf gedrückt, dass das immer beim Bauen jetzt bei mir so ist? Hm. Nie arbeitslos, weil immer was zu tun ist. Ja. Der Fußballmanager gecrashed, im Rechner ist immer noch der Wurm drin. Da muss ich mal den Wurm rausholen, das ist ja abartig. Ein Wurm im Rechner. Ein Wurm gehört in den Boden. I. Der arme Wurm, echt ey. Also wirklich. Guck mal hier, jetzt wird's gebaut, oder? Gucken hier gerade Ressourcen hin. Sehr schön. Machst du ganz toll, Steinbruch. Steht Steinbruch hier ein bisschen nutzlos in der Weltgeschichte rum. Weiß nicht so recht, wohin mit sich selbst. Das ist okay. Das ist schon in Ordnung. Verstehe ich. Besser Wurm als Cookies. Obwohl. Wenn die Mac gescrollt, um zu schauen, was man alles so finden kann, was Details angeht. Nee. Ist ja noch nicht. Also nur am Anfang, ganz klein wenig. Also ich freue mich ja dann auch drauf, wenn wir dann hier Expeditionen und so losschicken, um Zeug zu finden. Das wird mit Sicherheit auch toll. So hier zu diesen interessanten Orten kann man dann bestimmt Expeditionen schicken. Freue ich mich schon. Mmh. Sekten-Cookies. Mal hier, es sieht halt auch mega geil aus. Guck dir das an. So richtig vorstellen, wie hier früher Menschen gelegt haben eigentlich, ne? Großartig. Oh, hier, Spielplatz. Solange unsere Bewässerungsanlage mit gefiltertem Wasser versorgt wird, kann sie eine eventuelle Verstrahlung des Bodens neutralisieren. Aber Vorsicht! Wenn verstrahltes Wasser in das System gegeben wird, kann es zum genauen Gegenteil führen und die Bewässerungsanlage eventuell ihre Umgebung radioaktiv belasten. Na, niedrig. Nur vorm Austrocknen bewahren, das reicht ja völlig. Äh.
Also in den Zisternen dürfte doch nur sauberes Wasser sein, oder? Weil da ist doch Kohle drin. Ihr habt doch die Filterung an. Wie nö, das ist mein Nö. Was denn jetzt? Gute Nacht, Lüft, schlaf gut. Silos kann man Filter in den Zisternen, hast du keine Filter. Filterung aktiv. Warte, mein Kopf ist im Weg. Entschuldige, warte. Filterung aktiv mit Kohle. Wird gefiltert. Das ist ja ein Wassersilo. Du hast Zisternen gesagt. Ach so. Ja, sorry. Meine Wassersilo. Also Wassersilo könnte ich... Ach so. Ja, Zisterne aus. Brunnen aus, ne? Nur aus dem Regenspeicher. Wobei, dann müsste ich beim Regenspeicher... Da müsste ich den Regenspeicher schon abdecken, wenn niedrig. Da müsste ich bei... Ja, nee, da soll man nur aus den Silos holen. Die müssten definitiv sauberes Wasser haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Brunnen bringt immer strahlungsfreies Wasser. Echt? Was ist denn das hier? Ah, bewegt die Kamera dahin. Grundwasser, Wasserträger aufgenommen, mehrere Brunnen nebeneinander. Also steht jetzt hier nicht aktiv. Hat Arthur damals gesagt. Brunnen sind immer frei. Okay. Es ist natürlich schade, dass es nicht in der Beschreibung irgendwo steht, ne? Das ist ein bisschen schade. Das könnte ruhig irgendwo noch stehen. Na dann, dann darf er auch aus Brunnen holen. Hat Arthur letztens gesagt. Gut, dass ihr aufpasst. Danke. Das tut mir leid, Frechdachs. Ich wünsche einen schönen Abend. Ich hoffe, dass sich die ganzen Probleme bald mal beheben. Das ist in letzter Zeit echt häufiger, ne? Das nervt ein bisschen. Elektronik, Plastik, Metall, Wissen. Neben verstrahltem Regen gibt es noch andere Umweltgefahren wie Sandstürme oder Dürren. Während einer Dürre trocknet der Boden aus. Und Sandstürme fegen von Zeit zu Zeit über die Landschaft. Diese Sandstürme können deine Gebäude beschädigen und sie am Ende sogar unbrauchbar machen. Wir sollten uns darauf vorbereiten und einige weitere Baumeister einteilen, um eventuelle Schäden reparieren zu können. Ja. Maurice, bist du noch da? Schläfst du schon, Maurice? Hast du Feierabend gemacht inzwischen? Kann ja mal fragen. Was, wie, wo? Wir haben, mir ist gerade aufgefallen, der Feierabend, der war gut. Warte, pass auf, ich hab was. Als ich jetzt hier bei der Bewässerungsanlage mich entschieden habe, wo ich was anschalte, weißt du, habe ich darüber nachgedacht. Ich war mir nicht mehr sicher, ob im Brunnen
ob da auch verstrahltes Wasser kommt. Und das ist wohl, da kommt wohl kein verstrahltes Wasser rein. Es steht aber nirgends. Es steht nicht im, es steht hier nicht. Also im Überlebenshandbuch beim Brunnen steht es nicht. Und auch nicht in der Baubeschreibung zum Brunnen. Da steht es leider auch nicht. Aufmerksam, sehr gut, Don Philipp. Das wäre natürlich super, wenn das irgendwo dastehen würde. Also irgendwo. Wo ist erstmal Wurst? Aber irgendwo. Wäre geil. Weißt du? Boah, meine Augen fallen gleich zu. Baldige Dürre. Ja, schafft man, glaube ich, gerade so. In unserem Siedlungszentrum kannst du entscheiden, welche Art von Aufgabe deine Baumeister priorisieren sollen. Gebe ich weiter. Du kannst sie anweisen, lediglich Gebäude zu reparieren, neue Gebäude zu errichten oder beides gleichzeitig zu tun. Dadurch kannst du in Krisensituationen, wie zum Beispiel bei einem Sandsturm, schnell reagieren und dich darum kümmern, beschädigte Gebäude zu reparieren. Da wir uns nun um alle nötigen Bedürfnisse unserer Siedlung wie Nahrung, Wasser, Schutzkleidung und Werkzeuge gekümmert haben, sollten wir uns jetzt darum bemühen, die gesamte Produktivität der Siedlung zu erhöhen. Ich glaube, eine neue Aufnahme-Session. Eine Forschungsstation erlaubt es uns, verschiedene Technologien zu entwickeln. Oder von woanders ein aufgenommen. Ein wichtiger Schritt, um unsere Siedlung nach vorne zu bringen, ist es, dass wir unseren Sondierern ermöglichen, Elektronik aus Schrott gewinnen zu können. Dafür sollten wir die entsprechende Technologie erforschen und einen unserer Sondierer anweisen, Elektronik zu produzieren. Wie voll sind die Wassersilos? Voll. Wolf, komplett voll. Interface-Elemente umdrehen. Steht doch schon auf der Rückseite. Was steht auf der Rückseite? Der Schnitt war zu hören. Ja, na, ist halt auch einfach, also der Sound ist anders. Der Sound ist anders. Was steht auf welcher Rückseite? Man lernt zwar teilweise das Autofahren danach, aber danach so richtig, erst danach so richtig, wird hier bestimmt auch immer wieder nach und nach, ja, definitiv. Ja. Gute Nacht, Barney. Schlaf gut. So. Okay. Gemacht. Elektronik. Wir brauchen erstmal eine Forschungsstation. Eine Forschungsstation. Technologie vermute ich, korrekt. Halt auch wieder riesig. Nee, die will ich hier hinpacken. Neben die Wetterstation. Finde ich ganz nett. Kommt ein Schotterweg hin. Auch das finde ich ganz nett. Eine Essensausgabe habe ich hier unten schon. Sehr gut. Und Wasser ist ja nicht so weit weg. Das sollte gehen. Profession Forscher. Okay, Elektronik erforscht, Recycler haben wir. Achso, er will dann natürlich, dass ich Elektronik. Ja, das machen wir dann. Wenn es gebaut ist. Verdammt, Keybreak. Oh. Wasseranzeige oben fast leeren Balken hat. Raub ist Wassersilos voll bis zum Anschlag. Nee, das ist, pass auf, das ist das Produktionslimit. Genau. Ja. Das ist das Produktionslimit, Wolf. Das ist nicht aufs Lager bezogen, sondern immer aufs Produktionslimit, was man gesetzt hat.
Baue ist wieder pausiert. Achso, warte, das könntest du wissen, Maurice. Irgendwie alles, was ich jetzt baue, startet mit pausiert. Und ich weiß nicht, wieso. Jede Blaupause, die ich setze, muss ich hier oben dann erst aktivieren. Drück mal J. Ach, ich wusste, ich habe irgendeine Taste. Danke. Das ist ja Planungsmodus, alles klar. Cool. War mir schon klar, dass ich vorhin... Stimmt, ich habe vorhin Muran geschrieben. Und das war nicht im... Beim Charakter, nicht im... nicht aktiv. Das erklärt's. Dankeschön. Ich wusste, es musste irgendein Tastendruck gewesen sein. Ja, 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 ja. Lecker. Dekontaminierter Regen. Es ist einfach lecker, ne? Aber wie schön es halt auch einfach ist. Aber wir haben immer noch nur zwei Saaten, ne? Ich kann auch nichts anderes anbauen. Ich wollte noch gerne noch eine Plantage bauen. Eine Weide. Ich glaube, ich möchte die Bäume hier stehen lassen. Also zumindest... ja, der hat das immer noch nicht weggeräumt. Das gibt's ja nicht. Können die mal bitte hier dieses letzte Wrack jetzt beseitigen? Alle hoppala, zügig. Mach's weg. Ja, das war nicht der Richtige. Kann das hier bitte jemand wegmachen? Dankeschön. Danke, danke. Tom Coyote, mein Held. Dankeschön. So läuft's. Sehr gut. Ich würde gerne die Bäumchen hier stehen lassen. Ich glaube, ich mache das so. Bäume sollen. Schön, ein paar Bäumchen im Zentrum. Ist das schön. Sehr gut. So, warte. Wir könnten hier noch... Straße. Schildstraße. Mal so. Down, down, down. Cool. Läuft. So, aber ich glaube, bevor ich einschlafe. Jetzt den Anbaubereich des... Oh ja, stimmt. Abbaubereich ändern. Das habe ich sonst beim nächsten Mal. Ich meine, das kriege ich dann mit. Ja, weil der nicht mehr... Ach, guck mal. Ressourcen sind voll. Er kann sowieso nicht viel machen. Aber ja, er hat auch nichts mehr zum Abbauen. Die Frage, wohin wir uns ausbreiten wollen, aber ja, vermutlich vielleicht hier so in die Richtung, wo wir schon ein bisschen Holz gecuttet haben. Apropos. Der hat auch bald nichts mehr, ne? Oh, apropos. Ich will vor allem auch nicht, dass der das da wegmacht. Das wäre halt uncool. Hier so. Nicht die da. Nein, bitte, bitte mach die hier nicht weg. Nach oben verbinden die Straße. Ah ja, stimmt. Es ist hier noch gar nicht angeschlossen, ne? Stimmt. Das ist auch ein bisschen blöd. Ist hier ein bisschen im Weg, ne? Aber naja. So ist das. Es ist halt nicht ganz perfekt, aber es passt schon. Eventuell aus Endzone was als Monatsbelohnung für den nächsten Monat? Ja. Nur die Frage, was? Das wäre dann noch so eine... Darüber müsste man dann noch nachdenken, ne? Was man nimmt. Da können wir ja noch eine Weile drüber nachdenken. Das ist ja nicht das letzte Mal Endzone. Ne? Rebelle, ganzen Siedler. Alter. Naja, so richtig Alter gibt's ja nicht. Also du hast, was du halt hast, ist... Also erstens hast du ja hier die Aufgaben.
Und dann hast du hier auch Bevölkerung, ne? Du hast halt nur, du siehst halt, also du hast nicht so eine Komplettauflistung aller deiner Leute mit Namen und so. Weil die sind ja sowieso nicht, also die switchen ja ständig die Berufe. Das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das... Weißt du? Dass das... weiß nicht, ob das viel bringt. Ehrlich gesagt. Bildungsverteilung. ...26 ungebildet, 89 gebildete. Ja, die 26 sind die Kinder, ne? Ja. Also tatsächlich, ich glaube für das Spiel, also für mich wäre es natürlich cool, einfach so eine Komplettliste aller zu sehen, ne? So mit allen Namen und allem drum und dran, aber ich glaube, dass für das Spiel selbst bietet es keinen Mehrwert, tatsächlich. Ja, das ist aber, ja, Wolf, also genau, das ist halt das, was ich sage, ne? Klar, also das ist so dieses Streamer-Ding, ja. Aber für das Spiel selbst benötigst du das halt wirklich, glaube ich, gar nicht. Also überhaupt nicht. Erst ist der Schuh dran. Genau, den habe ich mir, glaube ich, schon aufgeschrieben. Genau. Den habe ich schon. Den Schuh. Ja. Ein Friedhof. Einen Friedhof. Kann man immer noch Feedback geben? Ach so, ja. Ihn zu verlinken zu lassen, rauszufinden, wo die Leute wohnen. Wie es dem jetzt geht. Ja, stimmt schon. Wenn du auch so jemand bist, ne, der die benennt, das ist schon, ja. Ja. Es könnte schon ein nices Feature sein, ne? Weil dann guckt man kurz in die Liste, sucht nach, keine Ahnung, Wolf, ja, sucht nach Wolf, guckt, hey, was macht Wolf gerade? Wie geht's Wolf? Wo wohnt Wolf? Mit wem ist Wolf gerade liiert und so, ne? Und du musst halt nicht suchen nach demjenigen. Es stimmt schon. Aber ja. Das ist so ein Tiefending, glaube ich. Oh Gott. Weil ich vorher nicht schlafen konnte. Ja, halt. Ach, guckt, ich schieb euch zum Writing Bull rüber. Ich hoffe, der macht noch ein bisschen. Warte mal, ich guck mal kurz rein, nicht, dass der gleich Feierabend macht. Ah, 4 Stunden. Ah, der macht bestimmt noch ein bisschen. Ansonsten schickt er euch dann mit Sicherheit auch weiter. Da schicke ich euch da rüber, ja. Weil es halt auch Aufbau, ne? Ist Anno in dem Fall. Kannst mit der Liste gern noch weitergeben. Textdatei mit Namen. Man könnte eine Textdatei mit Namen vorgeben, aus der das Spiel die Namen auswählt. Das ist aber auch kompliziert. Ist Twitch und den Namen habe ich schon weitergegeben. Ja, wie gesagt, ist halt Wochen... Ja, um Himmels Willen. Ach, Quatsch, Maurice. Kein Stress, ja. Also du kannst das weitergeben, aber ich... Das ist so nice to have Ding. Ich glaube, da gibt es wichtigere Dinge. So, denke ich. Hoppa. Oh, Steps, das tut mir leid. Oh, lieber Durchschnittsheld, ich schiebe euch direkt weiter. Vielen, vielen Dank für den Raid, aber ich bin auch müde. Nimm mich den Switch. Tutorial durch, sehr gut gemacht. Und mir hat gefehlt, was die Limits bringen. Was sie kosten, etc. Limits? Okay, da bin ich offensichtlich noch nicht. Du hast das Ende erwischt. Das ist aber nicht schlimm. Das ist nicht schlimm.
Na, was nü? Genau, da arbeitet nur Maurice, weißt du? Wieder typisch. Der Junior-PR-Dude muss wieder arbeiten am Wochenende. Nein, will. Trotz Ende 2 Jahre. Danke dir. Danke dir zum einen für den Raid und natürlich für den Resub. Danke für 2 Jahre. Und viel Spaß mit dem 56 Kbit Kokon Highspeed WLAN. Dankeschön. So, jetzt aber. Wir machen Feierabend, ja? Ich schicke euch zum Writing Bull rüber. Das sind bestimmt alles Überstunden. Echt. Ich hoffe doch. Produktionslimits, die man einstellen kann. Ach so, ja, naja, einfach damit. Ja, gut, das ist aber logisch. Wenn du zum Beispiel sagst, keine Ahnung, du brauchst nicht 5000 Medikamente im Lager, weil du nur 5000 Lagerkapazität hast und dann dein Lager nur mit Medikamenten voll wäre und du keine Nahrung mehr hättest, die du lagern kannst. Verstehst du? Dafür sind die Limits da. Die Produktionslimits. Das ist schon irgendwie... Hier nur Pro-Gameplay sehen? Na, ich weiß ja nicht. So, jetzt aber, ne? Feierabend. Habt noch einen schönen Abend. Viel Spaß bei Anno. Schlaft gut. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Mal gucken, was wir morgen machen. Wir werden sehen. Möglicherweise Bravage. Ich würde ja gern wissen, wie es weitergeht. Fehlt eine Erklärung dazu. Ja, vielleicht im, weiß nicht, ob das im Überlebenshandbuch steht. Keine Ahnung. Aber das kann ich mir gut, also das kann ich mir gut selbst erklären. Produktionslimits. Aber ja, wäre natürlich, ja. Wenn es irgendwo steht, wäre es nicht schlecht. Es ist immer besser, wenn es irgendwo steht. Dankeschön. Bye bye. Nachti.